connected. Channel switched. Einen wunderschönen guten Tag. Wie der Trend aktuell ist, spielen wir im Moment nur noch Sachen, die Spaß machen, ne? Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich war aber andere Sachen spielen, aber jetzt im Moment halt, ja. Bisschen entspannen, bisschen relaxen, bisschen Spaß haben und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. So, in diesem Sinne Attacke. Wo ich jetzt allerdings ein bisschen langsamer mache, wer ist das bei dem PTR? Das ist ja richtig klasse. Da alle, du musst ja gar nichts farmen. Du kannst ja einfach, ich könnte mir theoretisch hier archaisches Gear direkt hinknüppeln. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, weil in der Season, da geht das ja auch nicht. Da muss man den Kram ja auch erfarmen. In dem Sinn, den ich sah, machen wir mal so regulär weiter. Wir haben ja in dem Sinne auch keine Ziele, keine Feste. Und ja, wird schon schief gehen, denke ich. Gut. Aber mein Fazit ist, nächste Season wird geil. Also wie gesagt, da bin ich jetzt wirklich gut, also das mit dem Ding. Obwohl ich ein bisschen unschlüssig bin, ob ich jetzt wirklich die später die Waffe oder das Amulett. Ich denke, also du kannst deinen Mann, ich weiß wer du bist, ganz egal. Du kannst deinen Mann sagen, also ich denke, dass ich vorne weg bis 2 Uhr nachts, Minimum. Eventuell sogar ein bisschen länger, aber ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Aber ich denke, bis Minimum 2 Uhr nachts bin ich da. Wir machen dann mal von denen komisch tätig, ich sah, also, da interessiert die da, da interessiert mich wirklich, wie hoch ich mit denen laufen kann. Viele Grüße an dich und deine bessere Hälfte, sehr gern. Er darf auch gerne ein bisschen mitspielen, wenn er will, aber das weiß er, glaube ich, also, wenn er will. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Man merkt, ich bin alt, ich bin unkonzentriert, aber sagen wir mal, das ist Schrott, also, ich...
Obwohl, das ist jetzt auch doof für Eichle. Wenn ich jetzt großartig, also ich mache mal einfach so ganz schnell durchschlau, beschrotte, was ich offensichtlich weiß, was ich nicht brauche. Also, weil ich habe so viel Müll, wo ich auf den ersten Blick sehe, dass ich nicht brauche. Ja. Gut. Ich hab die Maus arisch nervös umgestellt. So, jetzt ist es ein bisschen ruhiger, das ist besser. Gut. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. User joined your channel. Na, wer ist da? Servus. Servus. Hey, Soldari. Servus. Und was treibst du? Ich spiel PTR. Ja, hast dich doch motiviert dafür. Warte, ich mach dich mal lauter. Ja. Gut. Was ich gar nicht verstanden habe, ich war ja lange kein PTR-Mäh, ne? Da kannst du ja voll, kriegst du ja ein Level-Game aus den Kiste von dem, von der Ziege. Ja, ja, du kriegst alles daraus. Das wäre, also im Prinzip, du brauchst nur quasi 100 Blutsplitter und dann hast du ein Level-Game auf 25 und 70er Waffe mit Sockel. Genau. Und dann bist du rucki zucki auf Level 70. Ich habe die ersten 40 Level wirklich gespielt, also. Und nicht nur gespielt, ich bin dreimal gestorben, alle. Also. Ich habe zum Glück noch gar nicht. Ich komm auch gleich. Echt? Spielst du Softcore oder Hardcore Season? PTR, so rum. Ja, PTR nur Softcore. Ja, mit der, das ist ja amerikanischer Server, da ist die Verbindung nicht immer so gut. Ja. Hast du meine Freundschaftsanfrage gekriegt auf dem PTR? Habe ich schon angenommen, weil ich hab's nicht. Ja. Ah, ich hab gestern und heute ein bisschen StarCraft mal wieder gespielt, ein bisschen so Kampagnenmodus. Ich liebe Star, Alter, das ist. Ich hab aber nur Kampagne, also so online spielt es nicht, aber nur so Kampagne. Hab ich noch nie gespielt. Also StarCraft 2 habe ich mal kurz online gespielt, aber mit Kumpels aus dem Clan. Also die spielen auch, aber ich nicht. Ja, das stimmt, mit Thomas und Kenji habe ich da auch mal kurz gespielt. Ja, genau mit denen. Ja, Thomas, Kenji, damals war noch der Blackido, aber ja. 540 Paragon. Dabei, das habe ich. Ich habe gerade mal angefangen zu streamen, ne? Ich schraube sie mal ein bisschen runter, weil ich habe, weil alle die, also du kannst ja da so lang mehr Blut, du kriegst ja so viel Blutsplitter, ne? Du kriegst so viel Kram, du hast ja rucki zucki alles in Arschaisch. Also nicht nur in Uralt, du hast ja rucki zucki voll Arschaisch Gier, alle. Das Einzige, was ein bisschen dauert, ist die Gems hochzuleveln. Na dann zieh mich mal auf 70. Sehr gerne. Sehr gerne. So. Muss bloß auf T6 stehen. Hast du mitgekriegt mit Necro? Ja, das wird mit Sicherheit fixt. Das ist schon, das ist, ich glaube, gestern Abend wurde es gefixt, ey. Der war so overpowered. Also, den hätte ich auch noch mal gespielt. Aber alle. Monk ist auch schon wieder bei 145. Also. Echt? Aber halt mit, wie sagt man, ohne Set, also quasi. Aha. Also, wenn sich nichts ändert, dann wäre Barb und DH. Und jetzt, gut.
Und halt, gut, Damage-Dealer weiß ich noch nicht was, aber ist halt beides Support und. Ja, ich muss mal gucken. Ich werde auf jeden Fall einen Zauberer spielen. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich es gleich zum Anfang mache oder erst später. Oder ob ich nicht wieder mit dem Monk anfange. Ja, du, also anfangen war ich fast sicher mit dem DH, aber wie gesagt, was halt später noch so dazu kommt, das wird sich zeigen. Ich sag mal, zum Speedfarmen ist Innas bestimmt immer noch geeignet. Da sind es ja keine 110er, sondern bloß nur 105er. Gut, das zeige ich jetzt alles so. Hallo, mein Bedenken, hallo, wenn sie nicht alles zum Schlechteren zurückkrempeln, dann wäre ich nächstes Season spiele, alle richtig spiele, alle. Und dann Hardcore, oder? Mit Sicherheit. Nee, Hardcore, weil ich will im Softcore Paragon machen, weil alle verdient. Stunden, die ich an Spielzeit habe, ist mein Paragon wirklich erbärmlich. Also für die Spielzeit, die ich habe, müsste ich viel Ich mach sogar lernen. genug Schaden für T6 Grad. Ein du Freakshow hat gestern und was ist das? Hat gestern ohne, also ich habe ja erzählt, ich habe ja mit denen Blutsplitter die Kiste geöffnet und dann, ne, der hat ohne das Zeig auf Qual 2 hochgespielt, also, aber halt einen Totenbeschwörer, mit dem geht das ja relativ gut. Und der Witz ist, ich hatte ja erzählt, dass ich auf, bis Level 40 normal gespielt hat, weil ich das so nicht kapiert habe, wie das angeht. Bei mir ist, also das war so eine typische Sascha. Also bei mir ist nichts, also ich habe zwei Zauberstäbe gefunden, ich habe Kreuzritterwaffe gefunden, also ich habe alles, aber nichts fette DH, also gar nichts. Und ich hatte Probleme auf normal, also das muss ich mal hinkriegen, auf normal Probleme zu bekommen, also. Also gut, da brauche ich jetzt quasi ein paar Blutsplitter und dann kann ich mir mal so ein Grundgear sammeln. 50 Stück reichen. Beziehungsweise 50 pro, weil. Ja, also die Legendary Gems, die habe ich schon. Ich glaube sogar mein Inner Set habe ich schon. Also wie gesagt, das kann ich, das kann ich alles, das kann ich so lang, bis du alles in Arschei alle, das ist ja, ne, witzig. Ach, ich am Anfang hatte ich gedacht, oh ne, ich muss wieder bauen dies. Ne, muss ich nicht. Also, apropos GZ für Level 70. Du musst kein bauen dies machen, also. Du hast alles, du kriegst alles. Was ein Problem war bei mir am Anfang, ne, das ist jetzt nicht gelogen, war Gold. Weil das fällt nicht aus der Kiste. Das ist aber nicht schlimm. Guck mal gerade raus. Ja, warte, ich muss schnell den Scheiß einsammeln. Ja. Kein Stress, mach es nicht eilig. Ich habe auch vorhin noch eine Weile stoßen bleiben. Und mir fällt bei ihm, ich will mal gucken, wie hoch Freakshow ist. Der ist ja mal wieder richtig am Suchte. Der ist ja mal wieder richtig. Na? Och, gar nicht, mehr. Der hat aufgehört gestern. Auf dem PTR oder wo auch Ja. spielt der auch PTR? Ja. Der hat gestern auch gefangen. So, das weiße Zeug ist wahrscheinlich das Season-Thema. Genau. Da ist so weißer Staub. Ich dachte, der rollt uralt. Doch nicht.
Nee, genau. Du brauchst eine uralte Waffe, damit du das Zeug benutzen kannst. Das war mein Gedankenfehler. Nee, du kannst auf so normale. Ich hab grad hat's eine uralte gerollt. Echt? Also mir wurde gesagt, das geht nicht. Aber ich hab's auch nicht probiert. Und jo, damit kann ich halt so lang umrollen, bis das Ding. Aber du kannst halt nur ein von. Also du kannst jedes Detail so grau besser, machen. Besser wird's nicht am Anfang. Aha. Du kannst jedes Detail so grau machen. Aber du kannst nur eins anziehen. Und was ich jetzt. Ja, macht ja Sinn. Deswegen. Was ich gesehen habe, ist, viele machen das Amulett. Wer Crit Chancen, Crit Damage. Weil das ist anscheinend sogar effektiver wie die Waffe. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, die Waffe. Aber ja. Komm ich raus, darf man Qual 60 kennen? Achso, klar. Du musst einstellen, du bist Master Chief. Ja, bin dabei. Also los, mein Schatz. Wo ist denn die Mama? Du sollst doch schlafen gehen, du Hase, ha? Aber nicht mehr. Mein Großer. Ja, nimm die mit. So, hab ich jetzt gestartet? Nee. Ja. Ah. Okay. So, jetzt müsste es. Ich musste zusagen, King Kiriko war gestern da, der war schon Paragon 200 und wie gesagt, also das geht ja dann rucki zucki. Also der hat mich dann direkt in. Was bei uns noch ein riesen Problem war. Wir hätten ja theoretisch können direkt hochlaufen. Jetzt ist aber so, G-Rift musst du, wie gesagt, die musst du ja erst ändern, 2er, 3er, ne, dass du höher. Dann hat man mal gemerkt, du musst einfach nur ein normales Neverland-Portal, dann kannst du direkt 75er laufen. Ja, das ist klar, so ein normales T16er halt. Genau. Ja, so. Das habe ich schon gewusst. Und dein Geldproblem ist jetzt gelöst. Ich bin da nur am Bauen. Ja. Das wird eh die meiste Zeit rollend sein. Ich will ja nicht Inners, ich will ja das andere mal, dieses Nonset-Gedönse da testen. Echt? Aber wie gesagt, mit der Flugspieler, du weißt, mit Kram zugeschmissen, also das. Ich. Mein Truhe ist, ich hab noch nicht einmal drüber geguckt, also ich hab einfach, wie gesagt, ein Basis-Set angezogen, das müsste jetzt da laufen und ja, alle, das ist, ich muss auch sagen, für meinen Teil, ich bin mit dem PTR, ich hab alles gesehen, was mich interessiert und, aber ich bin, also mir gefällt, was ich gesehen habe und ich freue mich auf die nächste Season, also. Ja, Season-Thema ist jetzt ein bisschen langweilig, aber. Sehen schon. Aber da. Weil da die komische, da die Schattenportale, die kann man ja auch noch laufen. Die sind ja auch noch. Ich bin bloß gespannt, wie selten diese weißen Teile dann sind. Sie sollen nicht so extra, aber du brauchst schon nur eins für einmal unsere Rolle, deswegen, du brauchst schon gar nicht so viele. Alter, du musst schon so viel Pech haben wie ich, für das es nicht klappt.
Ja gut, den Secondary Effekt brauchst du natürlich dann schon der richtige. Ja. Aber wie gesagt, wie oft willst du da umrollen? 10-mal, 15-mal? Dabei, du hast schon recht, also wie oft das Weiße fällt, also normal soll es in jedem Rift fallen können. In jedem Rift oder in jedem G-Rift, da bin ich jetzt gar nicht so genau informiert. So, wir hatten gerade Tonprobleme. Und die haben wir jetzt behoben. Ich hoffe nur, dass der Stream. Also, ich habe andere Kopierer. Ich habe noch ein paar andere Sachen verändert. Also, ich werde morgen wissen, ob der Stream heute ging oder nicht. Also. Autsch. Gibt's schon einen offiziellen Termin, wann die neue Season startet? Hast du schon was gehört? Nee. Autsch. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob's aber mein Char ist eine Glaskanone, also der ist richtig wie Glaskanone. Ja, das ist ja wegen meiner Angst bei dem Monk. Ist der nicht so stabil wie der Welle-Monk, wo die letzte Season war, wo die Season ist? Weiß ich noch nicht. Erster Blick würde ich eher sagen, nein. Hey, nice Brain, servus. Hey, das ist aber ein Topisch. Weil ich muss sagen, also ich bin ja nicht so der Mönch-Spieler, aber Season fand ich den Mönch nicht so. Also der hat wirklich relativ Spaß gemacht, finde ich. Also. Was ich beim Mönch gern gespielt hat, war der, wo so Wirbel erzeugt hat, wenn man auf die Gegner ingeschlagen, wo dann irgendwann so Brummkreisel um die. Den habe ich gern gespielt. Das ist ja auch so uralt Bild von vor, keine Ahnung, vor 20 Seasons. Aber ich befürchte mich, ich muss hier was mal. Ich bin hier nur tot und am Sterben. Also, ach, wenn ich jetzt gerade weil noch so moralisch hochtrabend gesagt habe, ich will das Kindo den PTR nicht so ausnutzen. Aber wenn ich hier nur im Dreck leide, das macht ja auch keinen Sinn. Komm gleich. Ja.
Aber ich werde eh noch nicht so viel aushalten auf der Stufe. Alles gut, alles gut. Wir sind nur zum Spielen, für nichts anderes. Ah, Legendary Gems wären nicht verkehrt. Nightsaint, hast du schon was gehört, wann die neue Season offiziell beginnt? Oder tust du auch so wie mir schätze, so in 2 bis 3 Wochen? Also ich habe noch kein Ingeum. Wieso das? War noch keiner drin. Du weißt, Schlag, das hatte ich auch mit. Klappte war. Da habe ich mir dann das war geil. Da habe ich mir 7 so Dinger geholt und habe die all das. Das war eine richtig dumme Entscheidung. Ich habe die alle Silber geöffnet, ne? Der ganze Bildschirm war voll mit, also du hast nichts gefunden. Also ich muss wirklich alles. Ich musste alles aufsammeln, bis ich gesehen hat, was ich da leider habe. Nightside, alles gut. Ich hab nur gefragt, ob du schon was gehört hast. Mit dem, ob es schon ein offizieller Termin für den Season-Start gibt. Oder ob du, auch so wie mir vermutest, so die nächsten 2 bis 3 Wochen. Ich muss dann gleich kurz ein 70er Solo machen. Ja, muss ich. Dass die überall, nee, dass die Archage fallen. Genau, bevor jetzt das große Rerollen anfängt dann. Ja. Macht Sinn. Hab ich gestern auch gemacht. Guck dir das an. Dir ist schon bewusst, dass du den mal alleine weggeschlaust, ne? Ja, es läuft. Sag jetzt zum Speedfarmen ist Inas schon up. Ja, es läuft. Das ist auch nicht schlimm. Weil ich wollte mal so ein Schattenportal-Set machen, weil da will ich immer gucken, wie hoch ich komme. Mit meinem Bild. Aber ich guck jetzt als allererstes immer. Ja, passt, dann mach ich jetzt schnell den 70. Das wäre. Ich bin vor allem auf die Stadt des Sets und. Was? Auf die Stadt des Sets. Welche Klasse, welche Stadt das er bekommt. Stimmt. Night Saint, da kennst du sogar recht, Tam. Night Saint meint, dass es sogar 3 bis 4 Wochen dauern könnte. Das ja, ja, das glaube ich schon. Ja. Also das schneller glaube ich auch nicht. Ja, das ist, weil. Die Season ist ja noch am Lauf, die ist ja noch gar nicht fertig. Also, normal ist es ja, ich glaube, wenn sie fertig ist, 2 Wochen, gell? 2 Wochen Pause und dann. Ich hoffe schon, dass die Season noch ein bisschen dauert, ich will schon noch ein bisschen pushen. Vor allem, ich, wie gesagt, ich will in Hardcore noch mal Paragon 1000 schaffen, also. Mein Charakter ist noch nicht gestorben, das müssen wir noch ändern. Ja. Ich hab's ja schon aufgegeben, bis ich dann mit dir gespielt hat und dann. Habe wieder Hoffnung geschöpft, ne? Ich hab's wirklich aufgegeben, aber ja. Wir können nachher regulär ausspielen, wenn man. Also nicht auf dem PTR, sondern auf dem regulären. Ja. Heute mache ich nochmal PTR, aber sagen wir mal, wenn der Bildschirm das neue dann.
in Angriff nennen. Ja. Begriff, ich muss bloß gucken, wann ich morgen heimkomme, aber normal. Du bist ja eh immer die halbe Nacht aktiv. Deswegen, wie gesagt, also wenn ich spiele, dann spiele ich schon Minimum bis 2 Uhr in der Regel. Nein, sein. Weil, also ich denke, ich werde bis 2 Uhr spielen. Das ist so der Plan, den ich habe. So, ernsthaft? Was? Gleich. Oh! Genau, das war meine 70. Belohnung auf dem Monk. Super, das hat sich schon gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ah, ich will ja eh noch ein Zauberer-Gruppenmeister von dem her. Aber trotzdem, also es sollte doch wenigstens die 70 Belohnung speziell für der Klasse droppen, oder? So, was ist das? So. Mal gucken. Ich hab 8. Millionen Payback-Fähigkeit. Mal gucken. Na, viel höher bin ich jetzt nicht. Sag mal, ich habe auch fast nichts in Uralt, jetzt ohne Witz. Ich brauche jetzt erst alle Items, die ich brauche, und dann kann ich rerollen. Aha. Eine Waffe gibt es schon mal nicht. Ich muss mal ganz kurz weg, ich bin leider da. Ich brauche unbedingt Magnesium. Da bin ich schwer. Ich neige extrem zu Wadekrämpfe. Das ist nicht der Teil. So. Gut. Gut, ich wollte weiter rollen.
Ja, ich muss jetzt auch rollen. Kann jetzt wahrscheinlich eine Stunde dauern. Du weißt, Schlarre, mir hätte gestern eine Stunde nicht gereicht, aber das ist halt ein bisschen doof im Live. Wie gesagt, also, du willst ja auch was sehen. Also, ich wollte jetzt nicht sehen, wie du in einer 2 Stunden lang dein Inventar sortiert. Und ja, das ist ja klar. Aber eigentlich wollte ich das halt Mittag machen und hab's auch nicht gemacht. Und jo, egal. So, also viel stabiler bin ich nicht, aber irgendwie habe ich ja nichts im Uralt. Aber was mir weimer infällt, ich gucke mal, wie andere Dämonenjäger geskillt bin. Was ist denn das? Der hat sogar ein Manticore. Ohne Ende der Odyssee. Aha. Anscheinend spielt man der DH diesen anders wie letzte. Ähnlich wie letzte, aber anders wie ich, formulieren wir es mal so. Der da ist jetzt ähnlich. Ja gut, das ist gut und logisch. Nightsaint, sehr gerne, kein Problem. Wir müssen halt gucken, weil es sind schon mehrere, die mitlaufen wollen. Das machen wir einfach ein bisschen etappenweise. Ach, dann der eine da ein bisschen, der andere da ein bisschen. Also, weil ich bin da relativ flexibel, aber ich will da jetzt auch kein Mann spät reden. Ja, nee, das ist, wie gesagt, da finden wir schon eine Lösung. Und wenn alle Stricke reisen, dann machen wir einfach was aus. Das geht dann auch. Also, dass wir dann sagen, wir spielen dann und dann zusammen. Also, das ist... Da habe ich bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Hallo, hoffe ich doch. gut. Ich hatte was vor. Was hatte ich vor? Und wenn ich da Battletech habe, dann gucke ich, dass ich dich auf meine Friendslist kriege und dann passt das auch, weil ja. Ich denke mal, das ist mal die Basis von allem. So. Genau. So, ich hätte gerne. Ja, dort die Gürtel. Muss in die Cube. Da muss ein Prunkring drin. Ich hab eine, aber wo? Da. Ja, gut, Prunkring. Natürlich, mach. Wie gesagt, den schreibe ich mir dann auf und ich mach dich dann auf meine Friends-Liste auf dem Regulär-Account. Ah gut, das kann ich mir gut merken, das ist wunderbar. Ich habe hier dringend mehr Schmierzettel gemerkt, weil... Also... Das auch, wie gesagt, also heute spiele ich eh nur PTR, aber das wäre ja, also... Nice.
So, alle auf dem PTR müsste ich dich haben, alle. Ach, da bist du ja schon, super. Ach, du bist schon 800. Ja. Oh, Wirbelwind, cool. Klasse. Wirbelwind ist geil, also das ist mein, ich bin absoluter Wirbelwind-Barbare. Leider ist er die letzte Season nicht so stark, also. Gut, ich wollte jetzt noch weiter bauen. So. Jetzt habe ich 10 zu Würfel auf einmal aufgemacht, war keine gute Idee. Ja, warum? Lange Ladezeiten. Ah. Ja, wenn wir Primal und ich find's nicht. Man merkt halt, wie gesagt, PTR ist ein bisschen hagelig. Er ist ein bisschen hagelig, aber geht, finde ich. Also, ich habe doch schon Schlimmeres erlebt. Gürtel. So, Captain Pharmazin. Uralter. Da ist er uralt. Oh, super. 3 Uralter. Geschick, Vitalität. Ach Gott, der ist gut, den behalte ich. Den behalte ich. Weil das kann sein, dass alles so, was ich bis jetzt gesehen habe, dass der DH doch wieder meine Main-Klasse wird in der nächsten Season. Ja, Füße. Kann das sein, dass auf dem PTR die Sache extrem günstig rollt? Weil ich alle, wenn ich mir überlege, was bei mir immer Schrott fällt. Und aber do, egal was ich baue, der Kram ist gut. Also, das glaube ich nicht. Nicht? Weil ich habe immer die Wahl zwischen Pest und Cholera und da habe ich wirklich zwischen Sahne und Perfekt. Also, dabei, das habe ich auch schon, wie gesagt, mein Pech ist ja legendär. Ich steht mich kaputt lachen, wenn ich hier das ultimative Gear habe und dann auf dem regulären Server wäre gar nichts. So. Ein Night Saint, oder will ich jetzt so rennen? Das, wie gesagt, jetzt bietet sich ja an, also jetzt ist ja bei mir gehende Lehre. Mir graust ja den Bild auf dem normalen Server zusammen zum Farmen. Warum?
Aber wenn du keine Set-Items brauchst, sondern nur normale Legendaries. Boah, das sind doch die müssen doch perfekt sein, gell? So irgendwann. Ja, alle in Uralt halt. Ja. Also so, ich hab's einmal probiert und nachdem ich noch der halbe Season, noch nicht mal ein Drittel von dem, also Kram hatte, den ich gebraucht hätte, habe ich dann sein gelassen. Also wie gesagt, das kann einer machen, der Lack hat, aber da gehöre ich nicht dazu. Aber Night Saint, warum spielst du Qual 6, wenn du Paragon 850? Du musst doch viel herlaufen können. Soltari, du bist hier schon 200. Soltari, willst du auch ins Spiel kommen oder willst du noch ein bisschen selber probieren? Ah, du, ich bin am Rollen. Ich bin gut. Sag einfach Bescheid, wenn du so weit bist. Ja, ich melde mich dann in der Schnee nochmal. Ja. Ich brauche jetzt alles uralt und dann halt 5 dick gerollt. Gut, Night Saint, auf was hast du Lust? Rift, G-Rift. Gut, Bounties hasse ich. Bounties würde ich nicht laufen wollen. Ja, auf dem PTR lauf schon keine Bounties. Deswegen. Ja, nee, hast recht. Alles gut, alles gut. 13, du hast recht. Ich bin auf dem PTR nicht, also wie das PTR-System aufkam, habe ich immer PTR gespielt und seitdem nie wieder. Also da bin ich jetzt nicht erfahrenste. Der Barbar, der geht aber richtig ab. Ich guck mir später mal an, wie Barbar geskillt werden. Also, wenn der Barbar wirklich so stark wäre, dann könnte ich ja doch Barbar spielen. Ja, das läuft. Oh, Friedhof, gut. Sag mal, irgendwie bin ich hier nur der Kugel im Sammler. Hä? Also der Baba macht alles platt und ich schlafe in der Not und sammle die Kugel auf. Ja, das bist ja gewohnt. Ja. Ah ja, du, ne? Jeder hat seinen Job, ne? Ja. Ja,
Hoppla. GZ Night Saint. Ah, klasse. Aber ich glaube, neue Spiele schweigt. Also, wie gesagt, im Prinzip alles, was mich interessiert. Mich hat ja interessiert, was da kommt. Und ich wüsste jetzt, hab jetzt im Prinzip alles gesehen, was relevant war. Und aber es gefällt mir, was ich sehe. Alles ist jetzt nicht, dass ich sage, nee. Also wenn ich sehe, wie oft ich hier jetzt rerollen muss, spiele ich glaube doch ein anderes Bild. Ist das Meta, was du da probierst, oder ist das... Ja. Das ist halt stärkste Monk-Bild momentan. Hm. Also wir nutzen beides, aber wir sind auf dem Teamspeak. Night Saint. Warte mal, ich schick dir die Daten. Das ist ja Quatsch, du musst ja doch nicht. Warte. Warte, ich schick dir die Daten, Isegun. Ach Gott, da muss ich selber werden, Isegun. Was David? So. Eine Sekunde. Teamspeak-Daten kommen. So. Gut. Halt. Ach Gott, wo bin ich denn da? Ganz falsch. Warte mal. Ich schicke da also im Spiel. Night Saint. So, Passwort brauchst du nicht. Night Saint Discord nicht Daten, sondern ich habe auf meiner Twitch-Seite habe ich einen Link, da kommst du auf der Discord. Ich muss aber zur Erklärung sagen, beim Livestreamen nutze ich ungern Discord, weil der zieht mir zu viel Leistung, da kriege ich beim Stream Probleme. Allerdings, wenn ich privat spiele, ohne streame, bin ich auch als mal auf dem Discord. Gerade wenn mir jemand was erklären will, in Diablo oder so, dann kann man das so, dass der zugucken kann und dann ist das besser zu erklären. Das wäre ja, also, ich mag auch Discord. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, Discord taucht nichts, aber Discord hat seine Stärken und seine Schwächen und beim Streamen ist halt wirklich Teamspeak die bessere Wahl. So. Habe ich wieder nicht aufgewertet, doch, weil denke ich schon. Ich dachte, weil ich jetzt schon wieder vergesse aufzuwerten. User joined your channel. Hallo. Servus. Also die schert mir sogar direkt laut. Also bei dir muss ich gar nicht viel korrigieren. Das freut mich persönlich. Ei, wunderbar. So. Gut, weiter im Text. Attacke. So, 94. Genau. Ah, du kannst schon hergehen. Ich konnte nicht her. Das war ja mein Problem. Ich kann bis 110. Ei, dann? Weil gut, ich glaube, 110 war ich schwächer. Hallo. Da werde ich dann wirklich Probleme kriegen. Also hier so. Kann ich ja wenigstens noch die Kugel aufsammeln, aber bei 110. Oh.
Habt ihr mittlerweile eigentlich euch schon über das Season-Thema Gedanken gemacht? Wie meinst du das? Also ich war ja gestern bei euch drin und hab dir schon gesagt, dass du das Falsche drauf hast auf deiner Waffe, ist es glaub. Ah, ja. Ich bin da noch ganz geschielt. Hallo. Inwiefern ist falsch, immer dumm gefroren. Das ist ja das, wo ich meinte, dass man auf Englisch spielen muss. Aha. Guck mal gleich, was du drauf hast und ja, was drauf müsste. Ah. Ich hab eben umgerollt und wie gesagt, alle, wow, super Waffe und weiter Attacke, alle. Ich hab, nimm mal bei Beispielen, nenne ich, hab auf meinem Gürtel noch Ausweichschuss. Also, obwohl Ausweichschuss. Sinnesgemäß ist es ja mit dieser Season, dieses Aufwerten ist ja so ähnlich wie die Eternals Waffen. Aha. Du kannst ja einen Sondereffekt dazu kriegen und da brauchst du den richtigen. Ah, das. Und das siehst du halt nur, wenn du auf Englisch spielst. Super. Nee, das ist ja das, was ich meinte. Ja, nee, dann glaube ich, werde das nix. Also erst in der Season. Weil meine Englischkenntnisse sind. Ich spreche Englisch very good. Hallo. Okay. Wenn man. Hallo, geschriebenes Englisch verstehe ich. Wenn man langsam und deutlich redet, auch gesprochen, aber wenn dann so Amerikaner so mit Kaugummi im Mund, dann verstehe ich überhaupt nicht. Dabei gut, beim britisch-englisch, das verstehe ich auch noch. Also, aber wie gesagt, bei amerikanisch oder australisch, da hört es dann schon ein bisschen auf. Mit welcher Fähigkeit machst du nochmal deinen Hauptschaden? Eigentlich mein Türmchen. Die schießt ja, aber so du schießt ja Eis mit der Dings. Du schießt doch irgendeine Fähigkeit, wenn du deine fünf Türmchen hingestellt hast, die die Türme auch auslösen. Ja, genau. Und wie heißt die Fähigkeit? Malstrom. Splitterpfeil, Malstrom. Genau, Splitterpfeil war das. Da gibt's nämlich auch eins, was nämlich extra für einen Splitterpfeil ist. Ah, ey, das ist so super. Das gefällt mir immer besser. Aber man weil dein Bart, das ist kein reiner, oder? Ist das so wie, weil... Das ist purer Wirbelbart. Weil ich muss halt auch dazu sagen, also ich spiele, aber ich spiele fast nur mit der Bulkados-Waffe. Ja gut, ich habe einfach nur Messerschmitz drin. Ja, das wäre ja. Weil mit der, also, mit der Messerschmitz-Spiel, also, komme ich nicht klar, also ich komme da nicht damit zurecht. Aber weil... Ich kritisiere ja, dass man mit dem Barb nicht so hochlaufen kann, aber wenn ich mir auch gucke, wie das bei dir aussieht, das ist ja extrem. Hey, King Kiriko, servus. Ah, lauf ich wieder. Ah, nee, keiner sagt das. Nee, wie gesagt, also das mit dem Necro, wo ihr auch dann gucken wolltet, das war eh, da hat der alle 2 Sekunden hat der Armee der Toten beschworen. Ich hab Banshee Rock auf dem Video gesehen, das hat ja alles nur Puff gemacht. Deswegen, ja? Das war auch klar, dass das so nicht live kommt. Dabei, was ich halt jetzt doof finde, ist, die sind ja jetzt hier in der Leader, weil ich gucke immer in der Leaderboard, was in Vierergruppe gespielt wird. Also Support Barb, Support DH ist, das ist gut. Aber was wird jetzt Damage Dealer? Weil ich glaube nicht, dass Necro das bleibt. Und also du wirst wahrscheinlich zu 90% den Bashkiller Necro haben und den Bosskiller Necro. Also doch Necro? Hm? Dann könnte es ja doch passieren, dass ich mal ein Necro spiele.
jedenfalls da, hallo, Necro ist wirklich die Klasse, die ich überhaupt nicht mag. Also da kann man schon nicht, weil es die Klasse, wo ich, wie gesagt, Barb liebe ich, DH spiele ich auch sehr gern. Mönch, Magier, Hexedoc ist in Ordnung, aber Necro nicht so wirklich. Also, wenn ich was anderes spiele kann, spiele ich was anderes. Muss mal eben meine ganzen Schienen hier aufmachen. Ich mache immer die ganzen Taschen hier drin auf, weil dann ist es nach dem Portal einfach weg. Ich muss sogar sagen, ich tue mittlerweile hier nichts mehr sammeln, nichts mehr. Also das Material hier erschlägt mich. Also wirklich, ich bin hier. Also mit dem Loot bin ich maßlos überfallen. Apropos, mein Internet geht dabei in die Knie. Latenz von 1800. Ja gut, das ist aber normal hier auf dem PTR. Ah. Ich habe auch 800. Das ist, was ich vorher gesagt habe, ein amerikanischer Server irgendwo. Nicht nur das, du musst dir überlegen, normalerweise hast du riesen Serverauswahl für die Leute. Ja. Und der PTR ist einfach nur zum Testen, wo du mit ganz vielen Leuten auf einem Server bist. Stimmt. Ich kenn's ja schon, weil wie gesagt, ich spiele ja auch auf dem amerikanischen Server und auf dem asiatischen. Und sagen wir mal, auf dem amerikanischen zu guter Zeit ist es auch grün, wenn es schlecht ist, gelb. Also auf dem asiatischen ist Hardcore richtig Hardcore. Du spielst permanent im tiefroten Bereich. Also. Sag mal, hab ich schon wieder nicht. Ich vergesse jedes Mod, das ich werde. Also. Natürlich. Doch, aufgewertet habe ich aber nicht zweimal. Ja, ich bin alt. Ich darf das alles immer vergessen. Ich hab dich mal rausgeholt. Ja. King Kiriko, wenn du willst, kannst du auch mitlaufen. Also noch sind Plätze frei. Night Saint ist so nett und hat gesagt, dass er eventuell später auch Platz macht. Aber solange es nicht nötig ist, wie gesagt, das ist. Also ich bin auch so lang, wie ich mit darf, mich mit. Bei mir ist jeder willkommen. Naja, nicht jeder, aber in der Regel schon alle. Ich hab gehört, du willst noch eine 1000 Paracon in Season Hardcore voll machen. Ja, genau, da fehlen mir noch 80 oder so. Auf die EU? Ja, das ist, also im Moment, also ich sag, ich spiele zwar auch Amerika und Asien, aber im Moment nur Europa. Weiß nicht mal, was ich da für ein Paracon hab. Ich werde es mir später ansehen. Ja, Hardcore bin ich nicht so hoch. Aha. Ja, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil mir hat letztes Mal auch einer erzählt, Hardcore ist er nicht so hoch, der war 3600. Und ja, also das ist immer eine Auslegungsfrage. Hallo. Ich glaube, ich bin noch nicht mal 1000. In Softcore-Season bin ich bei 3300. Aha. Oh, ihr habt's doch alle kein Leben. Nö, das war eigentlich damals mit einer guten Gruppe. Wir haben halt 150er auch durchgepusht. Ja, ich bin nur Solo. Da kann ich nicht mitreden. Aber es ist wirklich, die Gruppe ist entscheidend. Also das ist auch wie man, es ist genau, weil, wie heißt er dann nochmal bei uns im Clan? Nee, doch. Auf alle Fälle der Engländer, wo bei uns im der hat nur eine Season gespielt. Aber der hat wirklich jeden Tag 8 Stunden 150. Der ist Paragon 4000. Das hat er in einer Season gemacht. Und ich will ja nächste Season mal ein bisschen Gas geben. Naja, das will ich eigentlich schon seit 5 Seasons.
Und auf alle Fälle, aber mein Ziel ist Paragon 2000. Also, ich will mal nicht zu hoch ansetzen. Und wenn es klappen sollte, kann man ja immer noch steigern. Ja gut, die Season wäre 2000 relativ einfach. Vor allem, das hat mich schon geärgert in der letzte, war es die letzte oder die vorletzte? Da mit denen komischen Waffen, da die, wo so total overpowered Waffen waren. Ja, und die Eternals. Ja, ey, ich hatte mich so. Ich, aber es, da muss ich halt auch dazu sagen, wie Soltaris sagt. Da war bei mir Real Life. Wie gesagt, ich habe kleine Kinder und da waren meine Kinder noch ganz klein. Und ich muss einfach Prioritäten setzen. Und meine Prioritäten sind logischerweise meine Kinder, keine Computerspiele. Und, jo, aber, verständlich. Da hätte ich wirklich gern mehr gespielt, aber da ging es halt nicht. Ach, so verständlich ist das nicht. Also, ich hatte gerade vor kurzem Diskussionen gehabt, wo mir dann einer den Tipp gegeben hat. Ich sollte, also wenn ich soll meine Kinder einfach insperren, also super Idee, dass ich dann spiele kann, ja, also das sind natürlich Tipps, die nimmt man gerne dankbar an, also wie kann ich dumme Lösungen. Bleiben keine Fragen offen, oder? Ja, also da sieht man, das sind Menschen, die haben die richtige Priorität im Leben. Also. Ja, das ist eh bei so manchen, wo du dann auch so hörst, ja, suche Gilde in WoW. Ja. Und dann hat die Gilde einfach so einen Bewerbungsbogen, wo du erstmal ausfüllen musst, bis du Hartz IV-Empfänger hast du den ganzen Tag Zeit. Ja! Ja, aber es ist auch. Ich gönne jeden, der die Zeit hat, auch der Erfolg mit dem Spiel, aber. Oder auch in jedem Spiel, aber sind wir noch. Es sind nur Spiele, also. Ich muss halt auch immer so ein bisschen innerlich grinsen, wenn ich dann weil ich mit Kekunda spiele. Ich bin in Sache erfolgreich, wo es wichtig ist. Also insofern, also, dass ich hier im Spiel nicht so gut bin, kann ich gerade so verkraften. Gerade so. Und der Witz ist, ich habe. Also, gut. Wenn ich mit den falschen Leuten spiele, habe ich wirklich keinen Spaß am Spiel. Das stimmt so schon. Aber solange ich hier mich mit richtigen Leid abgebe, hab ich immer Spaß. Also. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe letzte Season ja. mit Leuten aus den oberen 100 ja. mal den Season-Start gemacht. Nie wieder. Warum? Weil das richtig stressig ist. Richtig? Ja, weil da musst du genau das und das da zu dem Zeitpunkt und einer muss den spielen und einer muss den spielen, dass du so schnell wie möglich hochkommst. Ja. Und dann bist du 70, dann werden zwei Nekros hochgezogen für die Wattmawans. Also wir sind da schon am ersten Wochenende 117er Speed-Nekros gelaufen. Also in der Liga kann ich gar nicht mitreden, aber ich habe mal Zeit lang mit ehrgeizigeren Spielern gespielt und ich muss auch die waren auch sehr nett, also das wirklich, die waren, aber da war wie gesagt raus rein durch hoch runter raus rein durch, also das, keine Zeit für nix und ja, also gut, ich reg mich halt auch dann auf, wenn ich mit vier Leuten spiele, ne? Wir wollen Skirift machen und dann geht mal einer rauchen. Das ist in Ordnung. Es ist aber so, wenn der eine fertig geraucht hat, muss der nächste geht der Pipi nächste. Machen. Wenn der nächste dann vom Pipi machen so rekommt, fällt im dritte in, oh, er muss ich noch einen Kaffee schon holen. Und da könnte ich dann arm holen, bis die Platz. Aber das ist arg, das, wie gesagt, das macht die Spielerei aus und das macht Spaß, also ich genieße das. Ah, King Kiriko ist auch on. Um.
King Kiriko, das kann der klar wie Schneid sein. Besser erklären, Alter, der hat doch richtig Ahnung. Schneid sein, King Kiriko will wissen, auf Englisch sieht man die Sachen auf der Waffe oder wie habe ich das verstanden? Ja, auf Englisch siehst du die Sondereffekte, die auf den Waffen drauf sind. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel, mein Wirbelwind pullt alles, was innerhalb von 25 Metern um mich drumherum ist, automatisch hinterher. Das habe ich auch gelesen, das habe ich irgendwo gelesen. Stimmt. Das ist ja das, warum ich so gut die Gegner mitnehmen kann und alles, weil ich ziehe sie einfach hinterher. Alter, das ist ja für den Supportbar Gold wert. Ach, der Support braucht das weniger, der schmeißt ja eh seine Ketten rum. Stimmt aber, oder? Da behindert dich das sogar eher. Echt? Weil die in dem Moment Knockback haben, also sie sind nicht in der Lage, dann gezogen zu werden von dir mit der Kette und dann kannst du die nicht so platzieren, wie du die brauchst. Ich hab da eh Probleme, weil du kannst schon weg, alle gelbe kannst du irgendwie gar nicht ziehen und Blocker kannst du nicht ziehen und genau, und da musste die Gruppe bei dem Blocker sinnesgemäß auf und außer es ist eine Kackebene, dann skippst du direkt durch. Ja. Soll ich dir mal den Boss lassen? Ja, hallo, nur mal zum Probieren, ja, ohne Witz. Okay. Oh ja, das dauert, das dauert. Er geht runter, aber ja. Man braucht ein bisschen Zeit, aber ich hab wirklich, also ich hab 5 Türme stehe, hallo. Ach, warte mal. Ja. Ja, jetzt hat er die Mobs dabei. So, Mob tot. Ja, ne, jetzt geht's bei mir auch schneller, weil ich schaffe ja mit Fokus und Zurückhaltung. Also, ach, du spielst ohne Elle. Bin hier außen rum, ich überlebe das. Ja, aber Akani war wirklich übel, also hallo. So übel kann das eigentlich gar nicht sein. Ich habe nur 400.000 Sehigkeit, okay. Ich muss ein bisschen den Boss hauen. Dann komme ich auf 2 Milliarden. Aha. Ah, weit geht der Runde, weit geht der Runde. Ja. Gut, das war's. Darf ich nur dreimal aufwerten? Das ist ja hier, krieg ich alles aus Kiste. Nur kein Gold. Also Gold, also du ist dann ein Puzzlering dann doch recht angenehm. Nee, Puzzlering brauchst du nicht. GZ Soltari. Du kannst ja bei deinem TR-Händler ganz unten das PTR Back of Fortune kaufen. Ja. Und da sammelst du dann nur die Edelsteine ein. Ah. Weil ich kann jetzt zum Beispiel für 200 Milliarden verkaufen. Mhm. Also der Bild gefällt mir nicht, den spiele ich nicht. Echt? Welchen Bild spielst du denn? Mensch. Ich habe es mal diesen mit der Glocke da probiert. Ja gut, kann ich verstehen. Echt? Oh, den, ja. Also, der klassische Glocke-Bild fand ich auch nicht so verkehrt. Ne, er spielt den kein Z-Gegenstand, denke ich mal. Ja, den ja genau. Ja, den, wie gesagt, den kann ich halt nicht, den habe ich noch nicht probiert. Gut, vermutlich passt bei Gira nicht so ganz, aber... Ja, gut, sinnesgemäß machst du deinen Schaden komplett nur über diesen Begleiter, den du ab und zu beschwörst. Aha. Ja, mein Problem war eher mit diesen Steinhandschuhen zwischen Night total bewegungslos.
Ey, die sind die Pet. Und das kann ich auf Hardcore gar nicht brauchen. Also ich, das ist für mich nicht Hardcore-tauglich. Wenn das einmal schief läuft, dann... Ja, ich hatte die einmal an. Und ich habe das nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, was die für einen Effekt haben. Also ich hatte Eva Brau und Orgezone. Und auf einmal, ich konnte mich nie mehr bewegen. Ich bin bald geblieben. Ich dachte erst, das sind Bugs. Dann dachte ich, das ist Standbilder oder Alex oder irgendwas. Und dann hat mir mal einer erklärt, guck dir mal der Handschuh an. Und dann habe ich verstanden, was da kaputt war. Also ich werde die Dinge nie wieder anziehen. Nie wieder. Ich ziehe die nur in Kombo mit Eiskletterer an. Wird man dann nicht verlangsamt oder was? Du kriegst den Debuff nicht drauf, dass du langsamer wirst oder eingesteinert wirst. Ah, gut, das klingt logisch. Ich glaube, bei Monk ist die Idee, dass die Serenity halt immer aktiv ist, dass sie immun bist gegen so Effekte. Aha. Aber wenn ich das einmal verkacke auf Hardcore, bin ich halt tot. King Kiriko, willst du nicht auf der Teamspeak kommen, ein bisschen quatschen? So. Also gut, Alternativklasse. Sollen wir da schnell in erziehen? Nee, eben. Wie gesagt, im Level-Game, das geht ja... Das habe ich erst nicht kapiert. Wie gesagt, ich spiele da bis 40. Auf einmal haben die Rätsel im Kopf angefangen zu radieren. So ein Motto, ja. Da war doch was. Ja, Zauberer ist halt mit Sicherheit wird das so langsam beim Speedfarmen. Aha. Night Saint, hast du was gegeben? Wir mal so ein Schattenportal-Dingsbums da machen. Ein Schattenportal? Ach, meinst du diese Echoing Nightmares? Genau, ja. Ja, können wir gerne eins machen, wenn du magst. Mich stört das nicht. Die mich schon mal interessieren, wie die laufen. Das musst du hier in diesen Würfel rein. Ja, ich weiß. Okay. Der hast du in der normalen Season noch gar nicht gemacht, wo jetzt aktiv ist. Sogar in Hardcore habe ich schon gemacht. Also aber du müsstest es erkennen. In Hardcore sind die richtig übel. Hallo. Warum? Kennst du das Prinzip, wie du die richtig spielst? In der Theorie ja, also im Prinzip, wie gesagt, am Anfang, also ich tue allerdings auch ein bisschen umskille, dass ich mehr Resis hab und dann ist irgendwas halt am Schluss nennt man jo dann das Schreien für, Verbindung. Das die Blitze. Du darfst dich halt von den Meteore nicht treffen lassen, weil da ist scheißegal, wie viel Fähigkeit du hast. Ja. Mit der Cooldown Reduction, dass du dann am Schluss dauerhaft in, ich glaub, Schatten-Dings kommst. Also gut, ich spiele Dämonenjäger in Hardcore. Dass du halt dauerhaft so im Schatten verstecken, so irgendwas bist. Also, den Pylon hält man sich dann am Schluss auf. Und, aber ich muss sagen, ich habe trotzdem immer mal Nahtode und ja, also in Hardcore die Nahtode nicht so angenehm. Okay, wir spielen die immer komplett anders. Ich erklär mal, ne, doch wie gesagt, ich bin interessiert, also man also, lernt ja nie aus. Wir spielen sie im Normalfall so, bis 100 gehst du einfach hoch, ja. So hoch wie du kommst, ja. Und dann die Durststrecke von 100 bis 120 ziehst du Macht, ja. Kanalisieren und Eile. Ja. Und sobald du dann merkst, dass so langsam der Schaden ausgeht oder sonst was, ziehst du Verbindung. Und rennst dann eigentlich nur noch außen rum, weil Verbindung regelt dann den Rest. Es tötet dir die ganzen kleinen Mobs weg. Echt? Ja. Es funktioniert halt, wenn du solo spielst, nicht so ganz das Außenrum rennen. Ach so! Weil das, wie gesagt, ist. Weil mir geht's so wie Soltari, also ich spiele doch auch eher allein Hardcore. Ich gehe auch hauptsächlich alleine hart und kann dann gut außen rumrennen. Ja. Naja gut, die Season ist eh Ball rum, vielleicht tue ich gegen Ende dann nochmal ausprobieren und riskiere. Weil du willst ja dann eigentlich nur noch zu dem Punkt, wo du überrannt wirst.
Ja, genau. Und willst den ja, aber die 150, die schaffe ich nicht, wenn ich nur außen rum renne. Also solo schaffe ich die nicht als Monk, wenn ich dann nur außen rum renne. Na gut, du willst ja dann auch nicht unbedingt auf 150. Ja, natürlich, ich will ja die maximale Belohnung haben. Dann musst du aber auch wiederum sagen, dass du so hoch wie möglich ohne Macht, ohne Kanalisieren und alles hochspielst, dass du es danach ziehen kannst. Ja, ich spiele normal 110 ohne irgendeinen Pilot. Und dann ziehe ich Speed und Macht. Und so ab 130 ziehe ich dann Channeling und Conduit. Da komme ich ganz gut durch. Wie hoch sind wir? Da steht gar nichts. 123. Ja. Ja. Ach, das ist wahrscheinlich, weil ich auf Deutsch bin. Genau, deswegen steht bei dir Missing. Ah, ja, genau. Wir sind schon 129 und werden gleich überrannt. Ja, ich bin ja weg, alle. Das? Ich hab doch wieder belegt. Ah, ne, am letzten Speicherpunkt. Ja. Jetzt wurde ich gerade weg. Und? Na? Und wie gesagt, die Season da frei, also bin ich guter Dinge, also ich hab so den Druck, das wird mir gefallen. Hallo. Ich denk mal, die Season wird man irgendwann umsteigen auf dieses neue herstellbares Set, wenn du zu hoch im Paragon bist. Mensch. Da hatte ich schon ganz am Anfang, so, wo ich angefangen habe, so die Spielmechanik zu verstehen, mich oft gewundert, warum Builds bei mir nicht funktionieren und bei anderen schon. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du Paragon 4000 bist oder Paragon 300. Und dass die dann auf Sachen verzichten können, auf die du nicht verzichten kannst, ist nicht. Ich hab dir mal einen Gegenstand im Chat gepostet. Ich weiß nur nicht, ob du den siehst. Nein, ich sehe ihn nicht. Bei mir ist doch nur. Ah, doch! Doch. Was steht da für dich? Guck mal im Stream. Uraltes Set-Gürtel. Okay, also Missing. Der Set-Effekt ist eigentlich, der Zweierbonus ist, deine Vitalität, also dein Leben, wird um 50% erhöht und der Dreierbonus ist, deine Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz wird um 50% erhöht. Cool. Das heißt quasi, wenn du mit Paragon 5000, sag ich mal, 25.000 Stärke hast, das Set ausrüstest, kriegst du automatisch 12.500 nochmal oben drauf. Wow. Aber mal eine blöde Frage, weil ich sehe ja die Effekte gar nicht, weil ich ja die Deutsch. Hab ich die dann auch nicht oder sieht man die nur nicht? Hallo, Du siehst die nur nicht. Du hast jetzt gerade automatisch bei, was ist es? Sperrschuss ist es, glaub, womit du dich drehst, wird automatisch der letzte nicht hassspendende Ability, also Fähigkeit, oh, gecastet. Ja, dort mit spiele ich ja gar nicht und färbe ich. Scheiße. Ja. Ja, aber ist egal. Wie gesagt, also das ist im Prinzip, wie gesagt, also was ich wissen wollte, weiß ich. Ich habe genug von auf dem PTR gesehen. Also ich glaube, am Neue werde ich kein PTR mehr spielen. Aber mir gefällt's wirklich. Also. In der Season wirst du dann auch endlich den richtigen Effekt spielen und dann wirst du richtig begeistert sein, denke ich mal. Ja. Wollen wir noch einen 100er laufen oder willst du nochmal so ein Portal laufen? Naja, also da bin ich komplett flexibel. Also machen wir mal einen 100er wieder. Ja.
Ja, es bringt mir irgendwie mehr Paragon. Weißt du, siehst ja auch, wie ich die Gegner einfach hinter mir herziehe. Das ist halt Season-Thema bei mir. Das ist ja richtig genial. Also ich sehe es alle. Ich habe ja gesagt, ich will hier, ich will kein Hardcore-Spiele, sondern Softcore-Pushe. Aber ich kenne mich. Hallo, mich steht nicht wunder, wenn ich nur 2 Wochen der erste Hardcore-Char habe. Und, ja. Out. Ja, Hardcore ist für mich unter der Woche morgens. Dadurch, dass ich ja Spätschicht arbeite, sind da die meisten Leute, mit denen ich spiele, nicht da. Aha. Da spiele ich dann immer Hardcore. Ah. Du weißt, Schlache, im Prinzip ist es bei mir so ähnlich. Also, weil bei uns im Clan sind sehr wenig Hardcore-Spiele. Also Soltari ist so die ganz große Ausnahme. Und gut, mittlerweile haben wir auch so 2, 3, aber es ist wirklich, also da ist es wirklich schwierig, jemanden zu finden zum Zusammenspielen in Hardcore. Ja. Und im Prinzip ist es bei mir auch, beziehungsweise es ist auch oft so, dass ich, wenn man Softcore langweilig wird, dass ich dann wieder anfange Hardcore. Softcore wird auch erst langweilig, wenn du 150er speeden kannst, oder? Softcore wird doch erst langweilig, wenn du 150 speeden kannst, also dass du nur noch 3 Minuten oder sowas brauchst. Also ich bin aus eigener Kraft noch nie 150, also das höchste, was ich je hatte, war ich glaube 130, also höher bin ich noch nie gelaufen, noch nie. Außer ja, jetzt Solo meinst du jetzt, oder? Solo, ja. Solo meinst du, okay. Außer in Gruppe bin ich schon mitgenommen, weil... Aber da muss ich sagen, da war ich mehr, wie soll ich denn sagen, Beifahrer. Also da war ich kein Kapitän. Warte mal, ich muss mal okay. Ganz kurz lesen. Warte mal, Dämonenjäger. Ah! Gegner, die Fertigkeit, die kein hat. Sperrfeuer. Aha. Denke ans. Warte mal ganz kurz. Den Kiriko, ich lese mal weiter. Also gleich kommt eh der Portalwächter, alles gut. Ja, wann ist er? Ich wollte gerade sagen, der kommt bei dir. Ich mag das, easy. So, Bandi, hier drüben sterbe ich auch nicht. Cluster Arrow, was ist ein Cluster Arrow? Das ist deine deine Dingsfähigkeit, wo ich dich vorher nachgefragt habe. Ah. Das ist dein Cluster Arrow. Weil King Kiriko erklärt mir gerade, weil was beim DH geht. Das sind. Genau, du könntest mit dem Cluster Arrow spielen. Ah, super, danke King Kiriko. Du hattest dich ja so gefreut. Was? Du hattest dich so gefreut und da dachte ich mir, wenn du dann Season spielst und das dann richtig lesen kannst. Ja. Ich glaube, bei mir fehlt ein Kreuzritterschild. Ja, bei mir fehlt ein Kreuzritterschild. Ne? Ich spiele hier in DH. Hallo. DH, Schild, das geht schon. Ja, kleiner Fun Fact am Rande ist kein Witz. Kein Witz. Wie ich anfing, in Hardcore zu spielen, ich habe am Anfang wirklich mein Dämonenjäger mit dem Schild gespielt. Das ist kein Witz. Alle haben gesagt, du bist doch verrückt. Das ist falsch. Mach den Schild weg. Du machst dich lächerlich, ne? Nein, ich habe aus vollster Überzeugung mit dem Schild gespielt. Richtig so. Ja, ja. Ich habe damals meinen Mönch auch mit Schild gespielt. Ja, kann ich gut verstehen. Dabei muss ich zugeben, Mönch habe ich jetzt auch noch nicht mit Schild gespielt.
Aber ich habe Mönch damals auch noch kein Hardcore gespielt. Pinkirigo, der soll diesen enorm stark sein. Also, und ich habe auch, wenn der wirklich so stark, also den haben sie schon geschwächt, aber wenn der wirklich so stark wird wie, dann kann das passieren, dass auch ich ihn auffange. Also, so, gut, wo bin ich denn hier geblieben? Beide im Text. Ist ab Sonntag wird er geschwächt. Nein, das stimmt so nicht ganz. Der ist doch gestern schon gemacht war, gell? Yep. Ja, weil das deswegen hier, der ist gestern schon gekommen. Also das kann schon sein, aber der war so extrem stark, dass die den direkt runter, also die haben den direkt geschwächt. Die haben einen Hotfix rausgehauen. Ja. Das habe ich auch mitgekriegt. Das, wie gesagt, das hat den haben die direkt geschwächt. Aber das mit dem Patch, das glaube ich. Da werden sie wahrscheinlich noch ein bisschen Feintuning machen, denke ich. Meistens ist es so, nach einer Woche machen sie dem Patch, das Season endet, um zu gucken, ob die ganzen Waffen rausgehen. Ja. Weil du sollst das ja nicht in Non-Season übernehmen. Gut, aber man merkt, dass ich also sehr selten PTR spiele. Wie gesagt, das hier ist mein zweite. Jesse hat. Da hast du recht, Kinkirigo. Das ist genau das Video, was ich gesehen habe. Und du musst aber in die Kommentare lesen. In die Kommentare haben schon mehrere Zuschauer geschrieben. Also der hat das Video gestern Abend gemacht und da war es noch. Also nicht gestern, sondern vorgestern. Und bis er es dann runtergeladen hat, war das schon passiert. Und Jesse Rox hat es dann auch, also der hat dann auf die Kommentare geantwortet und hat das genau so bestätigt. Ja, das ist der Hotfix, kam gestern 16 Uhr oder sowas circa. Echt? Ach Gott, so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Sieh schon mal. Gestern Morgen ging's noch bis 14 Uhr, da habe ich nämlich noch gespielt. Und dann, wo ich um 23 Uhr wiedergekommen bin, ging es nicht mehr und da hat mir ein Kumpel geschrieben, gegen 17 Uhr war es schon durch. Ah. Ja, stark ist er noch, deswegen, Kirigo. Das, aber wie gesagt, der war jo extrem. Also, und. Das war lächerlich, das war ein Autocast-Bild. Du bist durchgelaufen, es ist alles gestorben. Aber wie gesagt, Kinkirigo, wenn der so stark ist, dann werde ich den Arme probieren. Also gut, ob ich ein Spiel steht mehr, aber ich meine, weil du hast recht, die nicht wirklich. Aber wie gesagt, Kinkirigo, ich werde auch richtig gut. Ja, Barb und DH Spiele, also das ist auch bei mir schon entschieden. Okay, ich muss gleich mein Internet switchen. Nicht wundern. Was? Ich krieg gerade extreme Internetprobleme. Muss ich gleich mal das Internet umändern. Was ändert mein Dora? Machst du einfach einen guten Neustart? Nee, Hotspot vom Handy. Ach, Scheiße, das geht. Echt? Also, das hatte ich schon mal gemacht. Ja, ich habe unendlich Internet. Warte, das hatte ich schon mal ausprobiert. Aber jetzt. Nicht, also einfach für Webseite runterladen. Allerdings, das war halt auch aus, also das war jetzt bescheiden. Das war nicht so stabil und auch nicht so schnell. Ja, also da kann ich mich echt nicht beklagen. Ich habe schon ein paar Mal gemacht. Aha. Also das ist echt gut. Aber du wirst 4G haben, oder? Yes. Ja, ich nicht, das weh. Hallo. Ja, ich wohne in einer Stadt, da habe ich relativ gutes Internet mit dem Handy. Ah. Hey, wie viele Blaue sind denn hier? Ja, immer noch einer. Was? Waren jetzt 3 Blue Picks. Ich
nicht Feature wollte halt kommen, als dass der noch nicht da ist. Haben wir schon 12 Uhr. Ah, halb 12. Und ich muss morgen um 8 aufstehen. Arbeit oder was? Ja, aber privat im Garten. Ah. Hey, 2 Yellow. Also ich glaube, ich werde alle schaffen, aber ich glaube, meine Zeit wäre unerirdisch schlecht. und ich habe jetzt komplettes Standbild. Ich habe komplettes Standbild dabei. Bisher lebst du noch in der Portalwächt bei mir? Nice, sehen wir auf Frage. Yes. Was meinen Sie damit? Wenn Jean erzeugt nun ein Sperrfeuer von Raketen, die Schaden in Abhängigkeit des prozentualen Schadens der Feinde verursachen. Ist das, je mehr die Lebe haben, umso mehr Damage kassieren sie. Genau, aber umso weniger Leben sie haben, umso weniger kassieren sie auch wieder, weil es mit dem aktuellen Leben skaliert. Ah. Heißt quasi, wenn er 2 Millionen hat, davon 10%, geht er einmal 10% runter und danach geht er dann nur noch 5,7 oder sowas, weil ihm ja das Leben schon fehlt. Aha. Und was er meint, ist Rache. Ist dein Vogel V. Ach Gott. Obwohl, jo, ich spiele ja auch mit Rache. Das ist immer mein Problem mit Freakshow, weil Freakshow ist der Spiel auf Englisch und dann müssen wir uns immer mit Hen und Fies verständigen, was ich hab oder was er hat. Und bedenke, ich muss eben Internet wechseln. Ja, du, wenn nicht, mach doch. Och, alles gut, es geht wunderbar. Gerade eben am Portaleingang einfach stehen geblieben, gar nichts mehr passiert. beim Gottset, was wären du am besten? Gottset sagt mir nichts, das kenne ich nicht, das habe ich noch nicht gespielt. Ich hab's schon gehört, ich weiß, dass es es gibt, aber ich hab's selber noch nie gespielt. User in your channel timed out. Hey, Sekund, King Kiriko, ich glaub, Kleiser wäre da. Oder Soltari, weißt du da was drüber? Sorry, ich bin gerade schwer beschäftigt. Alles gut, alles gut. Ich push 131 Grad, weißt du. Oh! Hallo! Ich bin Redo! Was ist denn am besten beim Gottset? Weißt du das? Beim GOD? Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich kenne die drei Effekte nicht. Warte, ich sage da. Ich weiß Cluster Arrow, Rache. Und was ist der dritte? Warte mal. Eins ist, Strafe wirkt nun die zuletzt genutzte Fähigkeit, die keinen Hass verbraucht hat. Also Vengeance... Ja, das ist quasi dein Bonus. Vengeance, gut, das habe ich dabei das gesagt, und mit Rache. Und ja, aber Strafe klingt nach GOD-Set, also da bist du ja nur am rumwirbeln. Aber beim GOD-Set, doch, warte, lass mich mal eben gucken. Jetzt kann man ja in der besten Liste gucken. Ja. Aber soweit ich weiß, ist ja dein Set schon da drauf aufgebaut. Das kann sogar sein.
Wie gesagt, ich habe Bonus 4 ist das, dass du automatisch deine letzte Getriebeset ist das, was genau. Und die spielen mit dem, was du auf deiner Waffe aktuell hast, mit der Rache. Ah, jo. Wir haben jetzt weniger als 70% und immer noch kein Pylon, das kann es doch nicht sein. Warum sollst du an echter gehen wie mir, ne? Da ist jetzt die Frage, wie weit warst du schon in dem Portal drin und hast du auf der Ebene schon Progress gemacht? Normalerweise heißt doch immer, wenn man Elite gelegt hat, dass dann die Pylone kommen. Ja, solange du nicht die Karte komplett aufgedeckt hast. Echt? Ja, weil du hast bestimmte Punkte, wo die Pylone kommen kann. Wenn du die vorher aufdeckst, kommt die Pylone nicht mehr. Aha. Ich sag jetzt mal quasi, du kriegst 4 Pylonen bei 25, bei 50 und bei 100%. Aha. Jetzt hast du die Ebene angefangen, machst sie komplett frei. Ja. Kriegst 45% zusammen, hast du die Pylone für 25% schon selbst weggemacht, weil kein Spot mehr da ist. Aha. Na, ich gehe eigentlich von Mobgruppe zu Mobgruppe, weil es eigentlich keine schlechte Ebene ist. Ja gut, dann müsste normal irgendwo in der Ecke dann eine stehen. Ja, das ist immer, wenn man pushen will, dann kommen sie nicht. Probieren wir mal her. Höher. Ja. Huiuiui. Ajo. Oh, das ist eine Ansage. Ich bin mal gespannt. Ja, ich dachte, du machst das jetzt. Klar, easy peasy hier. Du machst um. Dann ist ja gut. Dann mach mal. Der hier violent listen, ne? Ja. Oh, das ist ein Ilu-Pack. Oh. Oh. Ja, das ist übel, das ist übel. Du schaffst das, wir glauben an dich. Ja, genau, ja. Guck mal, wir sind doch sogar schon vor der Zeit. Das, ja. Na, wie hab ich das bereits gemacht? Einfach der Wahnsinn. Ja, also unfassbar, hier, unfassbar. Hast du Glück, dass du mit mir spielen darfst, gell? Gott sei Dank, ey. Ah. Gibt nichts mehr gesundes Ego. Dabei, ich kenne wirklich Leid, wenn du mit denen spielst, die tun wirklich genau so argumentieren. Also, wenn es dann scheitert, dann bist du schuld. Und wenn es klappt, dann war das alles nur ihr verdient. Also nur ihr. Also du hast doch gar nichts damit zu tun. Das war jetzt als Witz gedacht, ne? Ist ja wohl logisch, dass ich damit nichts zu tun habe gerade. Ja, das wäre ja. Ich tanze hier vorne an einem Elite, während du schon da hinten am Eingang stehst und bereit bist für die nächste Ebene. Ja, genau, ja. Oh, das ist ein Pylon. Ja, aber, jetzt hast du gezogen, okay. Warum? Weil es gibt Klasse, wo man den nicht. Das hat man Soltaris letztes Mal. Dass es Klasse gibt, wo bestimmte Pylone fatal sind. Ja. Yep. Ich krieg die jetzt auch zum Beispiel zwar noch gepult, aber es ist für mich zwecks Hassregeneration ein bisschen. Ja. Ah. Aber macht nix.
Und als Support-Barbar willst du erst recht nicht, weil dann kannst du die ganzen Mobs nicht mehr mit einer Kette ziehen. Aha. Echt? Du meinst, ja, also weil die in dem Moment Knock haben. Dann kannst du die nicht mehr zusammenziehen. Ah, GZ, King Kiriko. Jo, stimmt, du spielst schon Wirbelwind, gell? Genau. Weil er hat einen 9-Dash Köche des Shiri oder Kiri. Bei meinem Bild bringt der nix, aber wie gesagt, bei dem Wirbelwind DH ist der perfekt. Da ist es ein Must-Have. Ja. Und ja, ich am besten jetzt noch mit 600%. Das ist nicht der Fachbegriff dafür, aber ja. Wirbelwind 2.0. Ja, ich nehme mir mal die Freiheit heraus, mich trotzdem so nennen zu dürfen. Also 130 habe, 131 habe ich geschafft, Sascha. Wow. Du gibst schon einfach Erfolg, alle. Ich bin mal so, gespannt. Die nächsten mit Peilen, dann geht nur bis jetzt. Ich bin mal gespannt, wie du wieder ein Hardcore abfähigst. Er ist jetzt wie hochlaufen? Er ist jetzt also wie auf dem regulären Server 131 jetzt laufen. Ach so, du bist gar nicht auch auf dem. Nee, auf dem regulären. Hardcore oder Softcore? Hardcore. Respekt. Er ist trotzdem nur Rang 75. Nur. Welche Klasse? Auf dem Monk. Ui, Inas dann wahrscheinlich, oder? Ja. Und da sind die nur bis... Ja, Rang 1 ist 145, also. Aber die spielen dann schon mit Glocke, die spielen kein Inas mehr, die ganz oben. Ja, die spielen das Glocken, VOL, Non-Set und so, das ist, mag das und halt, einfach nicht. 6700 Paragon Rang 1, ich bin halt nur 1900. Haben sie alles fair erspielt? Mit Sicherheit. Der zieht sich eh mein Bestand, also... Oh, knapp 1000 Stunden Spielzeit in der Season hat der Rang 1. Wenn du wissen willst, ich glaube Rang 1 oder 2 Softcore Dämonenjäger, der Gottli. Der dürfte komplett durchgebottet haben. Ah, das ist mir doch zu blöd. Ich bin jetzt bei knapp 90 Stunden, ist das schon viel zu viel. Ich glaube, ich habe mehr. Weiß ich gar nicht. Allein wenn du 150er twice, ist das übel. Das ist jetzt Game Changer. Echt? Ja, Verbindung. Ah, gut, hau rein. Ja, ich bin kein Gruppenspieler. Mein höchster 4-Spieler-Rift ist ein 91er. Ja gut, wenn man eine feste Gruppe hat, ist das was anderes, wie immer zufällig. Und mein höchster 2-Spieler ist 119, das habe ich beim Sascha gestern gemacht. Ja. Oder vorgestern. Aber ich war nur Supporter, also ich war da nicht. Ja, ja. Braucht man auch. Ja. Aber sind wir mal ehrlich und realist, also die Support-Klasse ist doch die leichtere. Also Damage-Dealer der entscheidende Part. Wenn du guter Damage-Dealer bist, kannst du auch richtig schlechter Supporter haben. Und was halt beim. Sagt 4, also Support geht ja wirklich mit dem letzten
Mörgier, also. Na gut, es kommt jetzt drauf an, wie hoch du am Ende wirklich mit Support durchpushen willst. Also auf 119 kannst du spielen, was du willst. Das ist es nämlich. Auf 150 wahrscheinlich nicht mehr. Das fängt ab 135 an. Dadurch, dass... Hallo? Servus, servus. Hat du dich auch deutlich viel korrigieren muss ich halt wirklich nicht. Ja, bist du mit Spiele, King Kirigo? Ach, ich bin gerade noch am Arbeiten an meinem. Oh. Und jetzt nur alles in Primal bekommen. Apropos Soltari, du wolltest. Hast du dann aufgehört, wie deiner fertig war, oder was? Mit meiner was? Du hast ja deiner Wei umgerollt. Hast du den dann nochmal gespielt oder einfach dann direkt gespielt? Ich hab zwei Rifts gespielt und dann kein Bock mehr gehabt. Ja, das ist ja wie gesagt, also für mich ist der PTR durch. Also das ist. Ich hab jetzt alles gesehen, was ich sehen wollte und alle. Aber merkt mich wie gesagt, das gefällt mir auch. Also das ist jetzt. Aber jetzt will ich aber mein Hardcore, wie gesagt, dass ich dann mal 1000 noch hinkriege. Easy. Geht fett. Das haben wir gut gemacht. Ja. Und wieder einmal stell dich fest, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ja. Ah, beim Pushen gehen so viele Steine weg, das ist nicht mehr feierlich. Ja. Das ist übel. Und jetzt mache ich jeder, wo irgendwie spielbar ist, spiele ich schon. Wenn ich mir überlege, wie viele Steine wir von 145 auf 147 weggeballert haben. Ich habe Heizrad 200 Paragon gemacht. Oh, 666. The number of the beast. So, gut, weiter. Das zum Beispiel ist jetzt was, wo ich weiß, dass viele sagen, das ist langweilig an Diablo. Hey, Stuiber, servus. Will aufs... Ja klar, doch guck. Klar. Stuiber, will ich auf der PTR, dann ziehen wir dich schnell auf 70. Wo bin ich denn mal stehen geblieben? Ich wollte Wasser. Ah, das, aber ich mag das. Wie gesagt, das ist. Ich mag das hier so Edgy-Riften um Anna ganz geschält. Wie hoch? 100er oder 110? Such du aus, Night Saint. Ach, die 100er sind angenehmer. Ah, gut, machen wir die 100er. Stulber, sag mal Gruß von mir. Und wie gesagt, ich bin Balvera dabei. Wie gesagt, mit euch zwei jederzeit sehr gerne. Und da ich ja die andere Verpflichtung zum Klick nicht mehr habe, ist das Ganze noch mal entspannter.
Aber viel schneller kill ich in der 100er. Also, bei mir ist doch das Damage Output ein bisschen. Ne? Nightsight, Frage rein aus Neugier. Hast du schon Steine auf der Rüstung, dort die kalte Saar? Yep. Wie viele? Yep, hab schon alles fertig. Ah, gut, nee, das hab ich halt alles noch nicht gemacht. Wie gesagt, das ist ja mein Bild, das mein Bild ist wirklich provisorisch. Also das ist kein Witz, das also ich hab so, dass er gerade so funktioniert. Also ich wollte mal testen mit das Set, wenn es einigermaßen, ja, was man so auf einem normalen Server findet, was, ja, man so selbst kennt, ne? Hier findet man meistens Besseres. Nein, ich nehme immer das, was so eher, da hast du Glück, wenn du es auf dem normalen findest. Ja, also das ist es so. Wie gesagt, so hier, wie ich jetzt hab, weil ich nicht kriege, also. Da habe ich mir dann gedacht, da guckst du mal, ob du deine 110 schon mit Low Paragon hinkriegst, und das habe ich hingekriegt. Weil auf Ural zu finden, okay, Werten ist eigentlich relativ gut machbar. Obwohl ich zugeben muss, ich bin, also dass ich die Haar spiele, steht schon fest. Unter anderem GZ King Kirigo. Aber wo ich noch. Sagen, das geht jetzt die ganze Zeit so. Das geht jetzt die ganze Zeit so, ich will gucken, wie hoch ich komme. Ach so. Na, bei mir, welche Stufe ist er denn gelaufen? 95, ja. Erstmal 95. Also ich muss sagen, also bei mir ist 110er Ende Gelände, aber wie gesagt, also bei ich hab. Das ist alles nicht ausgereift, was ich. Das ist aber bewusst nicht ausgereift. Also, ich hab. Ich hab diese Teile nicht richtig gerollt, ich hab keine kalte Sahnsgruff. My Games sind gerade mal 25, also ich hab viel, wie gesagt, das funktioniert und das, aber ich bin echt am überlegen, wie gesagt, King, ach so wie du, so Wirbelwind die Hase spiele, weil ich glaube der türmische Bild, spät. Ist Maro nicht sogar Seasonreise? Maro, du hast Seasonreise. Ja? Ja. Die Wirbelwind für Papa. Oh. Also Wirbelwind Barb spiele ich wäre garantiert, aber wie gesagt, eher zum Speedfarmen und halt auch, dass ich dann der Barb wäre dann der Supporter wäre. Also das steht auch nicht. Aber für einen Support mache ich meistens einen zweiten Barbaren. Nee, ich spiele immer DH Support. Den mache ich auch, DH Support. Also ich werde beides machen. Und es ist genau wie du, Night Saints. Also das mache ich schon immer. Zweiter Char. Weil das Umbauen, das ist zum einen so nervig. Und ich habe so oft Set-Teile verschrottet, weil ich nicht bemerkt habe, dass ich die Set brauche. Und deswegen habe ich dann immer Zweiter Char. Und gerade die Supporter, die brauchen ja die Gems gar nicht so hoch. Also wenn ich dann auf den Damage-Stealer mache ich dann die Gems hoch. Und auf der Supporter, wenn die, keine Ahnung, 50 sind, das lang. Also, und je nachdem, wie viel man spielt, mit der Zeit gehen die ja auch her. Und das finde ich halt auch gerade bei den die Schattenportale oder wie sie heißen, also da spart man sich ja weiß so viel Levelei, also weil die Gems da jedes Mal so hoch zu leveln über G-Rift, das dauert ja so lang. Ja, das stimmt allerdings, da sparst du eine Menge Zeit. Ja. Das finde ich ja klasse, dass das dauerhaft behalten wollen. Ich finde es auch nicht verkehrt, dass sie da die 85% Erfahrung rausgenommen haben. Das hatte ich jetzt ein bisschen bedauerlich gefunden, aber jetzt nicht Katastrophe. Also, wäre schön gewesen, also, aber finde ich nicht schlimm.
Also ich muss persönlich sagen, wer Paragon farmen möchte, soll es wegen mir farmen, soll dann seine Wattmawans machen oder sonst was, aber es war ja wirklich am Ende, waren die Portale der Way to go, um Paragon zu farmen. Stimmt. Ja, stimmt. Und dafür waren sie halt einfach nicht gedacht. Aber in der Season geht das doch noch, oder sehe ich das falsch? Ja, in der Season Welle. Geht das noch. Ich mal Bulkatros an. Aber der Barb ist auch nicht schlecht. Echt? Wie gesagt, weil ich hab. Ich. Die durch, Season. Dadurch, dass die Sachen jetzt. Der Barb hat nämlich. Das mit dem Ranziehen. Das ist sehr stark. Ah, übel. Weil, ja, weil Nightsane spielt den Wei. Und wie gesagt, ich war baff. Also, weil ich. Die ganze Zeit verzähle ich hier im Stream, ja, der Barb, der ist nicht so stark und deswegen spiele ich ihn nicht. Und wie gesagt, das Zane, der knüppelt hier alles weg wie nix. Hallo. Der zieht halt alles an sich ran und er muss halt alles an sich ranziehen wegen dem Wirbelwind. Ja. Wer sagt nicht, das Wirbelwind, das macht ja kein Damage, das Zerfleische macht jetzt Damage. Aha. Ja, stimmt. Der Wirbelwind allein, das macht ja kein Damage. Stimmt. Die Chance, dass dich auch jemand jetzt aktuell haut, wenn du alles zusammenziehst, ist so gering. Und ich spiele ja noch nicht mal mit Krümmelchen und rasier so durch, sinnesgemäß. Deswegen, weil ich glaube, das hat Asoltari, weil ich hatte ein Verständnisproblem mit dem Krümelchen. Und mittlerweile verstehe ich, warum das funktioniert. Also, weil ich dachte halt immer gerade mit Mönch oder Barb, wenn man drin steht in der Soße, da kriegt man ja permanent Damage. Aber so ist es ja nicht. Oft ist es auch so in den aktuellen Seasons, zum Beispiel, wenn sie da mit Krümmelchen spielen, das ist oft einfach, sie holen sich den ersten Hit ab und dann können sie relativ gut drinnen stehen bleiben und dann, wenn der Elite nur noch da ist, nutzen sie die 100% extra Schaden aus. Genau. Es gibt aber welche, die gehen dann mit 10 Stacks komplett durchs G-Wiff durch. Da denke ich mir dann auch immer, okay. Ja. Natürlich, Sackgasse, das krieg ich hin. Stuiber, ist abhängig, ob du in Gruppe spielen willst oder alleine spielen willst. Also in Gruppe lohnt sich immer DH Baba als Supporter. So wie es aussieht, ist diese Season Necro Damage Stile, wenn du in Gruppe spielst. Wenn du alleine spielst, ist DH ist universal immer gut. Mönch auch. Barb nicht immer, aber ich muss sagen, also ich liebe Jo Barb und der scheint die Season aber stark zu sein. Und Magier soll die Season auch sehr stark werden. Boah, der ist. Boah. Ja. Also ich will mit keinem Mage zusammenspielen, das ist Lichtereffekt auf dem Bildschirm. Ja, ah ja, da hast du dann, dann... Auch wieder mit dem Vogelfeuer oder was? Nein, der hat zum Beispiel die Eigenschaft auf der Waffe, dass seine AK-Kugel zum Beispiel anstatt einmal wird die 20 mal geschossen. Stimmt, ja, das ist richtig geil, ohne Witz, das ist richtig geil.
Naja, da ist was anderes. Aber wenn ich danach Augenkrebs hab. Ja. Also Flash, also jede Klasse mit Flash Damage ist bei Gruppe nix. Weil du was, das, also da hast du nur Lex, das ist unspielbar teilweise. Also, da muss ich dann schon ein bisschen aufpassen. Aber sag ich immer so schön, es ist erst Season 27, sie kriegen das bestimmt noch mit dem Flächenschaden geregelt. Mensch. Wer? Ironie. Ironie, als ob. Ja, ja. Die haben es bis jetzt nicht und werden es auch nie. Und wenn sie es geregelt bekommen, dann kostet es 20 Euro im Echtgeldshop. Ja. Kommt die neue Klasse, der Anti-Leck-Held. Ja, der Anti-Leck, ja. Johannes, letzten Endes, es ist, also, so muss ich auch immer, also, weil das ist wirklich was, wo ich aus Erfahrung spreche, es ist egal, was du spielst, weil, wenn dir die Klasse liegt, gut, du musst halt rausfinden, was dir liegt, ich habe Leid erlebt, die haben Klasse, wo, Kreuzritter, wo ich dachte, Kreuzritter, also, wie gesagt, also, das ist, ja, aber die haben, die kamen in die Leaderboards, also die sind dort Skirift gelaufen, da hast du mit den Ohren geschlockert, also es ist wirklich, du musst halt das finden, was dir liegt, also. Vor allem brauchst du auch Spaß dabei, es bringt dir nichts, einfach nur nach einer Meta hinterher zu rennen, wenn dir die Klasse keinen Spaß macht. Stimmt, ja, absolut. Und Stüber, also ich kenne da so viele, also wenn du Fragen hast, da kenne ich so, also Mönch ist jetzt nicht mein Primärklasse, aber ich kenne so viel, wo der da helfen, also das ist gar kein Problem, also und ein bisschen Basiswissen habe ich ja. Der Rest gehört dir. Ja, da guck ich wieder, da guck die Killermasch, ich mach so platt. Puff, jetzt bin ich tot, he? Tatsache, ich starte nicht, oder? Hab ich, ne? Hab ich? Ne. Du, oh. Ah. Das war bestimmt nur der Henker, der tötet ab 10%. Stuiber, du warst lache in Hardcore. Das ist kein Witz. Spiel ich dein Bild. Und jetzt halte ich fest, das ist ein bisschen, das sitzt jetzt wie Arsch auf Eimer. Ich bin in dieser Season in Hardcore in der Leaderboard mit einem Dornenbild. Das ist Fakt, also. Weil ich habe halt öfters immer Disconnect und wie gesagt, das ist. Ah ja, Stübe, aber wie gesagt, hinbekommen ist eh, sag, du meldest dich, dann spielen wir ein bisschen zusammen. Dann kann das, was du mir in World of Tanks geholfen hast, kann ich dir ein bisschen was zurückgeben. Welche eine Hand wäscht die andere? So. King Kiriko, hast du Disconnect oder warum steigt der so oft? Nee, ich wechsle immer von Englisch auf Deutsch. Ah. Englisch, wenn gut. Ich was um. Englisch, wenn ich immer umrolle, ja. Die Waffe. Das macht Sinn, weil ich bin ja wirklich ein Blimp. Also, ich habe gerade mal erfahren, ich habe die komplett falsche Stats auf meine. Also, ja, aber ich sieh's an. Zum Beispiel, das ist jetzt meine. Du siehst halt die Zusatz, das siehst nicht. Ja, das da ich sehe die nicht, ja. Aber da ist der drin, wo Strafe wirkt nun die zuletzt genutzte Fähigkeit. Aha. Die keinen Hass verbraucht hat. Aha. Aber in den Leaderboards ist wirklich nur noch Türmgebild, also. Ah, da, ja. Nee, das da ist ein Maschinenset. Warte, was spielst du jetzt, GOD oder Maro? Ich, GOD. Und welchen Effekt hast du drauf? Ich hab, warte,
Ich lese mal wieder auf Englisch, ernsthaft. Warte, kann ich jetzt gleich sagen. Hey Klaus, danke, dass du da warst. Genacht. Bis demnächst. Servus. Halt die Uhr steif. Und mein Versprechen. Hallig, wir spielen noch World of Warships. Irgendwann. Irgendwann. Stuiber, ich widerspreche dir da nicht. Das sollte jetzt auch keine Kritik sein. Wenn du das so aufgefasst haben solltest, tut's mir leid. Aber wie gesagt, so war das auch nicht gemeint. Also ich weiß schon, dass du weißt, was du machst. So. Gut. Hat sich mit den vier Spielern jetzt was getan? Grappenor Cast, The Last Non-Channeled Hardred Spading Ability Cast. Ja, aber das ist so ähnlich wie dein Vierer-Bonus, den brauchst du rein theoretisch gar nicht beim GOD. Ah, gut, Stuibe, gut. Ja, aber das ist das, was ich ja eben gefragt habe und ihr habt extra das gesagt. Ich habe gesagt, du brauchst den mit Rache. Du brauchst den, wie heißt er, mit diesen Raketen, mit den 10%, weil das andere ist dein Vierer-Bonus. Also das, also das mit Leben von Feinden verursacht, mit Sperrfeuer von Raketen. Genau. Da habe ich gerade rausbekommen. Weil ich denke nicht, dass du durch den Effekt zweimal hungrigen Fall sinnesgemäß auslösen kannst. Apropos Neid sein, du kannst doch ruhig, du musst doch nicht, also ich denke, ich warte immer auf dich, also und weil ich glaube, du wartest dann auch auf mich, wie gesagt, das ist einfach in Maral, ich bin schon anwesend. Zumindest och, alles körperlich, gut. Geistlich nicht immer, aber körperlich schon. Die ist immer so, wenn ich mit jemandem zusammenspiele, dann nehme ich mir auch die Zeit, im Notfall, wenn wir eine halbe Stunde stehen, stehen wir eine halbe Stunde. Oh, da ist eine Elite. Schon nach 0 Uhr. Ja. Guck, dass ich Paragon 900 noch voll mach. Ja, aber das ist ja gleich. Hallo. Das ist ja gleich. So, so 1 Uhr wird das. Was? Das sind noch 20 Level, hallo. Ja, das sind noch Minimum 10 Portale. Echt? Ja, ich krieg so ein bis zwei Stück. Johannes, du warst schlarre, wie ich jung war. Das ist jetzt gut, so alt bin ich jetzt auch nicht. Aber wo ich jünger war, war ich auch so. Jetzt ist es aber so, ich bin in den letzten zwei Jahren. Das ist jetzt kein dumm gebabbelt, dreimal fast gestorben. Also das ist kein dumm gebabbelt, sondern das ist Fakt. Also ich war so kurz davor und so blöd klingt, das hat meine Einstellung zum Leben verändert. Also wirklich, jetzt nicht um 180 Grad, aber ich habe doch andere Prioritäten. Das Einzige, was ich nicht schaffe, ist, und genau das ist ja das, was mich ins Grab bringt.
wenn ich mich so aufrege, wie gesagt, alle das eigentlich müsste, wie gesagt, ich steht mich kaputt lache, wenn hier im Livestream falle ich um mit einem Herzinfarkt oder einem Schlagauffall, alle. Das erzähle ich dann mal unter vier Augen, das will ich hier nicht erzählen, das ist, das erzähle ich dann mal, wenn wir unter uns sind. Aber es gibt Bereiche des Lebens, wo ich entspannter bin. Hallo. Dabei wurde mir ja geraten, ne? Du, wir haben ja drüber geredet, ne? Ich soll da draus, also das müsste ich hier ganz groß breitschlagen. So, fährt das dann alles hin, wie arm ich doch drauf bin. Oh nee, hallo. Wenn ich sowas nötig hab, dann lass ich lieber ganz sein, hallo. Ja, was ist das? Ich sehe doch nicht, wenn du was Rotes leid oder ob du was Rotes leid. Komisch. Lass mich mal eben was gucken. Ja. Ah, du bist da unten, okay. Hä? Was bin ich? Dadurch, dass wir nur zwei Spieler sind. Ja. Wenn wir jetzt wahrscheinlich noch zwei Leute kriegen würden, würdest du genau auf der Position von der Flagge landen, die immer alles Item übereinander liegen hat. Das hat, ja, ich habe hier alles aufeinander leid, das ist alles auf einem Ding. Genau, und das ist ein bestimmter Punkt von der Flagge in der Stadt. Echt? Mhm. Aha. Im Vierspieler ist es genau die Flagge, wo ich stehe. Aha. Das hier. Ah. Und sinnesgemäß würdest du nach da oben wandern. Oh, wir haben eine ähnliche Fahne, ha? Das fällt mir ja bei erst auf. War farblich ein bisschen anders, aber ähnlich. Jo, ähnlich haben wir so. Beim Stöber, bei mir ist das Problem, ich bin ein impulsiver Mensch. Also, wenn man mich länger kennt und weiß, welche Hebel man bei mir ziehen muss, ich platze innerhalb von Sekunden. Also, und deswegen. Wobei ich halt auch sagen muss, das ist halt auch, was ich da erzählt habe, dass ich einfach mit gewissen Leid halte ich mich fern, weil die einfach nur mich provozieren wollen. Und das geht nicht auf Dauer nicht gut aus, auch wenn es oft als Witz gedacht ist, aber dann wundern sie sich nämlich, wenn ich wirklich bin, wa? So ein Motto, was richtet dich jetzt so auf, aber wenn sie mich dann vorher bis aufs Messer gereizt, dann, also du weißt, schlag ich war, wo ich hinge, war schlimm, also ich bin mit dem Alter ruhiger geworden. Erschreckend, aber wahr. Und ich bin nicht stolz drauf. Glaub mir das nur. Ich bin nicht stolz drauf. Zeig mir den Hebel, wo ich umlegen muss und ich lehne um. Ich hab eine Zeit nicht gefunden.
Also, schlimmste Boss als Monk ist der Quäler. Inwiefern ist der Quäler? Hä? Ja, weil der so viel Nahkampfschaden macht. Ach so, als Gegner. Er ist allgemein eklig durch sein ganzes Gift. Nee, warte, der Quäler ist nicht der mit dem Gift. Doch, doch, der ist der, wo diese mit dem langen Arm oder was und diese Giftdinger da immer macht. Genau. Aber ich hab's geschafft, 132 mit 2 Sekunden Restzeit. Wow. Sag mal, aber weil ich jetzt wirklich drauf an, oder wie ist das falsch? 2,584 Sekunden, um genau zu sein. Johannes, da hast du absolut recht. Wie gesagt, jetzt bei mir länger, wie gesagt, unter 4 Uhr erzähle ich das gerne mal. Hallo. Das will ich hier nicht. Johannes, in der Theorie würde ich sagen, ja, aber ich werde hier relativ lang spielen. Also, wenn er dann noch da sind, gern. Also, ich verspreche dir, ich guck noch vorbei, wenn ich aufhöre. Mal kurz. Vorbei gucke du ich noch kurz, wenn ich hier da bin. Wie gesagt, du kannst ja jederzeit daherkommen, aber das wäre ich so. Dann wirre, alles auf einem Strahl. Das ist der schönste Loot in Diablo. Hammer dann. Tüdelö. Ja. Ah, halb E. Noch anderthalb Stunden, dann mache ich hier den Riss. Oh, Paragon Silber 100, es läuft.
Man merkt aber, dass ich müde bin. Wenn ich müde bin, rede ich weniger. Macht. Macht nichts. Ja, die macht jetzt echt nichts. Ja. Oh, da ist ein Elite, das hat sich rentiert. Einmal mit Macht den Boss durchdrücken. Jetzt ist Macht aus. Ja. Das hat sich rentiert. Komm, ich mache jetzt noch einen Zauberer. Einfach mal das Lichtbild sehen. Ich werde, wenn die Season scharf ist, werde mehrere Sachen probieren. Wie gesagt, also fest steht bei mir schon Baba DH. Und wenn der Necro noch stark ist, der Necro. Und dann wird die Zeit zeigen, was mich noch interessiert. Und wie gesagt, beim Barb werde ich Support Barb und Wirbelwind Barb spielen. Beim DH ein Support DH. Und da bin ich jetzt noch ein bisschen unschlüssig, ob ich ein türmische DH spiele oder ein Wirbelwind DH. Die Entscheidung. Da kommt es drauf an, ob der eher ein schnelles Spielstil haben willst oder einen langsamen. Im Prinzip, ich liebe den Wirbelwind, Baba. Deswegen sage ich, jo. Also, Ist auch am effektivsten für Keys und sowas. Ja, genau. Ah, ja, so kam ich hier auf mein, wie gesagt, der Wirbelwind, Baba ist ein Farmer. Den nehme ich schon primär zum Farmer. Na gut, der schnellste Farm-Charakter aktuell ist der Mönch. Stimmt. Deswegen ja, spiele ich den hier jetzt auch, weil normal, weil ich habe ja Mönch auch, für nächste Season noch nicht vorher gesehen. In der Season spiele ich, ne? Nächste Season wird der wahrscheinlich nicht mehr so gut gehen. Ja, Soltari hat das ja schon gesagt, weil Soltari hat das ja schon ausprobiert. Ja, sie haben den Schadensbonus von 3000% auf 900 runtergedrosselt. Oh. Von 3000 auf 900. Mhm. Und das halt pro Verbündeten, das ist schon viel Schaden, was fehlt. Am Anfang haben sie ihn ja eh viel zu stark gemacht mit dem Feuer Verbündeten. Ich hab nichts gegen overpowered Charakter. Ich spiele die gern, aber ja, die werden ja immer gleich weggefixt. Der ist so auf dem Server live gegangen. Da hast du mit Paragon 1200 konntest du 150er laufen. Ja. Die sind am Standbild. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ende der Season war es dann schon so, dass die ganzen Mönchspieler einfach
die Top 1150 in unter 10 Minuten oder sowas alle gelaufen sind. Da haben sie ja aber auch was zusammengebastelt mit dem Inas. Ja. Egal was du gemacht hast, der Inas war immer dabei. Stimmt. Ja, der ist sehr bös. Ja. Sein Feuer ist sehr gefährlich. Schade 122. Wow, cool. GZ? Nee, bei Hä? Dem Schrei. Ah. Warte nur. Nein. Ha? Hast du keine Schlüssel mehr? Warum? Das ist ein Ding der Möglichkeit. Tatsache, ich habe keine Keks. Dann geh mal Reichtum holen. Gut. Ich hole mir mal ein paar Kekse. So instant einfach nein abgelehnt. Ja, nee, also ich habe hier gar nichts gemacht. Also ich bin nicht schuld. So, alle Reichtum. Ja, gut. Da kriegst du die. Weißt du, was ich rede? Ich habe nicht umsonst 500 Dinger davon. 500? Ja, ich habe. Okay, Reichtum. Ich bin still. Ich habe jetzt immer noch 570. Ja, ich bin auch über 500, aber weil ich unbedingt die Steine hier mache und alles. Ich sammle die Juwelen, um sie zu verkaufen, um immer schön aufzuwerten. Ja. 60 Schlüssel hat er aufgesammelt. Praktisch? Mhm. So, jetzt mal schauen, wie schnell habe ich denn jetzt der Zauberer oben. Qual 6. Welche Levelwaffe war denn nochmal bei dem Zauberer? Was meinst du? Das brauche ich. Rein theoretisch kannst du in der 70er machen, da den Dingsbums draufballern. Also den, wie heißt's hier, weiß für den Effekt und dann einfach Sockel rein und dann den Juwel rein. Lass mal gucken, welche Waffen ich hier alles kriege. Gott, ey. Treibst du nicht mit den Waffen? Das Loot erschlägt sich hier. Wie gesagt, ich habe jetzt knapp 11 so Kiste geholt, ne? Alle, ja. Rein theoretisch brauchst du das nicht aufsammeln, weil du hast die Schlüssel schon rausgesammelt. Ah, gut. LOL! Was ist das denn für ein Bug? Was passiert? Ich habe Reichtum genommen, ne? Ja. Und krieg aber auch noch das Set. Cool. wenn sie beim Mage was geändert haben, kriegst du automatisch beim Reichtum Tasche das Set dazu. Das ist nur die Frage, welche Waffe. Warte, kann ich ja gucken nach den Guides, was die hier spielen. Da für mich sind anderthalb Stunden eh der PTR erledigt. Also ich glaube, so viel Kies brauche ich jetzt nicht mehr. Also. Oh, Vogelfeuer. Vogelfeuer ist immer schön. Aber das will ich. Nehmen Sie den.
Ich bin bereit, wenn du willst. Ich hab drei Keys. Okay. Ah, gut. 5 Level, ich glaube, das schaffen wir. Ja, gerade so. Bisschen das Tempo erhöht und schon ging's. Vor allem bin ich mal gespannt, nächste Season. Wir haben wieder viele neue im Clan. Weil die alte hören langsam ein bisschen auf zu spielen. Und da ist das nicht so verkehrt, wenn ein bisschen zwischen Blut drin ist. Und vielleicht kriegt man dann doch die Ehre an der Gruppe zusammen, weil in Gruppe spielt man einfach besser und effektiver. Halt wirklich eher das Problem permanent, dass ich komplett Spätschicht arbeite. Ah. Da ist das mit der Gruppenfindung immer ein bisschen kompliziert. Ja, genau, das ist genau auch. Also, wie ich hier mit dem Clan anfing, ich habe täglich, wie gesagt, ich hatte noch keine Kinder, ich hatte keine Frau, ich habe jeden Tag von 4 Uhr bis 10 Uhr gespielt und da war das kein Problem. Ich spiele jetzt von 11 bis 3. Da finden wir jemand, wo zu der Uhrzeit online ist. Also, im Normalfall die Leute, mit denen ich 150 gepusht habe. Ja, aber das ist, die Leute, das sind dann alle die, wo jeden Tag 28 Stunden online sind. Nee, tatsächlich sind das welche, die studieren. Ach. Die haben von Corona einfach profitiert. Na, manche Beamte war dann, ja, das war wirklich während Homeschooling und sowas war der dann online morgens und hat eine Runde mitgespielt und stand dann rum und ist dann gekommen, wenn fertig war und abends war er halt da und da haben wir durchgepusht. Weil jetzt hat sich's bei dem auch eher relativiert. Der spielt gerade auch nicht mehr so viel. Wenn Diablo, man merkt deutlich, es nimmt Stack ab, hallo. Das Spiel war mal sehr viel voller, hallo. Zum Season-Start hast du immer relativ viel. Ja, die erste 2 Wochen ist immer die Hölle los, aber dann wird's dünn. Kannst aber auch verstehen, also irgendwo das Spiel entwickelt sich nicht wirklich weiter und stimmt, was du ja hast, sind die Seasons und das Spiel ist jetzt schon über 10 Jahre alt. Ja, okay. Weiter muss ich jetzt sagen, weil ich bin ja auch so ein bisschen im Auge Part of Exile, dass man dann zu, da kommt ja immer mehr dazu. Das Spiel ist ja mittlerweile so umfangreich. Du musst aber nicht alles spielen bei Pass of Exile, du hast da wegen Wahlmöglichkeiten. Ja, stimmt. Also ich muss auch sagen, und das ist jetzt auch, ich spiele Part of Exile gern. Ich kritisiere, wie gesagt, was heißt kritisiere, das ist das falsche Wort. Was für mich ein bisschen ein Problem ist, ist, mich erschlägt die Komplexität. Aber letzten Endes, du kannst auch spielen, ohne dich mit der Spielmechanik bis ins letzte Detail zu befassen. Und Spaß macht das Spiel absolut. Also ich kann das jedem nur empfehlen. Also yeah.
muss zurückkehren. So, noch 12 Stück, dann haben wir. Jo. Bin mal gespannt, ob ich dafür 2 Portale oder nur das eine brauche. Echt? Ja. Wie viele Striche hast du, oder? Ich habe erst 2 voll. Es gibt noch ein Merix, der auf dem PTR oder so schnell wie das geht. Ja. Mir überlege, es gibt Sachen, wo du dir ausrechnen kannst, ab wann sich der XP-Pool für dich bei 150ern rentiert und wie viele du brauchst und Alter. Ja. Ah, ihr seht, umrum von mir sind Arkankugeln. Ich glaube dann vielleicht auch nur noch dort. Ah. Oh, das ist assi. Oh, das ist ein richtig mieses Bild. Aber ich verfluche jetzt schon meine Augen. Das ist richtig übel. Jetzt stell dir mal vor, du hast da so 3 Freunde, die sich denken, ja, Mage, ab geht's. Ja, weißt du, was ich zum Level jetzt tue? Ich gehe einfach mal einen uralten Flashring. Das wird jetzt richtig wehtun. Dabei vielleicht guck ich mir den Mage auch nochmal an, also, weil der klingt auch nicht so uninteressant, also. Latsch, Level 9, so, jetzt braucht er Arkankugel. Aha. Hey, warum geht das nicht, Alter? So, Arkanorb und ab die Post. What the fuck? Oh Gott! Ist dein Bildschirm groß genug für die ganzen Effekte? Ey, der ballert ja das Zeug. Ich mach einen und der schießt 10? 20? Keine Ahnung, ich kann die nicht sehen. Ja. Ich bin nur am Spam gerade. Oh, noch ein Paragon-Level. Aha. Sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus, weil wir haben hier noch die Hälfte vor uns und wir kriegen hier weiter ab. Kriegen noch, genau. Der Goblin-Boss wird mir so leid tun. Der kriegt das. Ja, das Schlimme ist, du kanalisierst die ganze Zeit die scheiß Kugeln neben dir. Aha. Und tschüss. Du musst die gar nicht aktiv zünden, oder was? Die gehen von alle, oder was? Ne. Die kanalisieren immer nach und nach. Ja. Warte. Oh, der hat mich down gemacht. Okay, weil das Ding ist wieder ein neues Portal ist.
Ich müsste ja auch mal ein Levelset anziehen. Gut. So. Mir fehlt genau eine Schalt, eine Fläche, ey. Stunde der Wahrheit. Ja, es langt locker. Ja. Mir fehlt nur ein Kästle. Hätten sie jetzt auch noch opfern können, ey. Ja. Wahrscheinlich werde ich jetzt sogar 901. Nee, geht's halt wunderbar. Passt genau, 900. Dann bedanke ich mich. Ja. Immer gerne. Gut, eventuell bis heute Abend. Ja, aber wie gesagt, ich werde morgen wahrscheinlich Hardcore auf normale Spiele. Alles gut, ich habe ja einen Hardcore-Mönch, aber also. Der ist nicht allzu gut. Das macht nichts. Also ich bin kein Player-Killer, war ich nie, war ich nie. Das ist halt die einzige Möglichkeit, bei uns aus dem Clan geschmissen zu werden. Also ich bin bekannt dafür, dass ich mir schwer tue, Leute rauszuschmeißen. Aber wenn ein Player, der flieht ohne Diskussion, also wenn, war noch nie der Fall, also. Aber ich glaube, das ist halt auch gar nicht mies, weil das war ja immer ganz groß Trend. Soltari, hast du in letzter Zeit mal noch mitgekriegt, dass du so in der unterwegs? Gibt das? Geht das überhaupt noch mal dumm gefroht? Soltari? Keine Ahnung. Ist mir noch nie aufgefallen. Aber ich spiele ja meistens solo. Also. Ja. Meinst du in der Arena? Nee. Damals war es halt so, dass die Leute gesagt haben, teleport ich hierher. Also, wenn du schwach warst und du hast dich dann dort hingeportet und hast dann Mitte in der Soße gestanden. Und die sind dann weggerannt und haben die Sterbe gelost. Boah, okay. Wie gesagt, das war mal zeitlang so richtig streng. Also wo wirklich massig so Typen unterwegs waren. Aber heute ist irgendwie wenig. Also gut, ich muss aber auch dazu sagen, früher war Hardcore halt extrem. Ich weiß nicht, ob du es noch mitkriegt hast. Soltari hat es, glaube ich, noch mitkriegt. Früher war ja Hardcore, also du bist ja an jedem Scheiße gestorben, also an jedem Dreck, also heute ist das ja richtig handfarm geworden. So extrem habe ich es nie mitgemacht. Wie gesagt, ich bin ja schon von Anfang an dabei, also. So, jetzt aber von meiner Seite wirklich gute Nacht, gut Loot noch. Ebenso, bis demnächst. In alter Küche. Bis demnächst. Servus. User disconnected from your channel.
richten die Uhr noch eine Stunde. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich doch noch so lang streamen werde, aber ja. Mal gucken. Weil das Freakshow nicht kam, wundert mich jetzt ein bisschen. Mit dem habe ich jetzt noch gerechnet. Schade, dass man hier nicht sieht, wie viel der kanalisiert im Hintergrund. Aber schon krass mit den Orbs. Ja. Stell mir das jetzt so krank vor, wenn du das mit den Strahl machst, mit den Kanalisierung extra mit dem Nebenhand, dass ja. Du, wenn du solange du Desintegrationsstrahl machst, dass du andere Fähigkeiten mit aktivierst, die du in der Leiste hast. Okay. Das wäre ja so krank, das heißt, du könntest einen Arkan du könntest so ein übelsten Bild bauen. Weil dann hast du keine Kanalisierungsprobleme erstens mehr. Aha. Mittlerweile aktivierst du bloß nur Wirbelwind, oder? Das wurde doch geändert.
Microphone muted. So, meine lieben Zuschauer, also ich hier jetzt war eine Stunde früher auf wie geplant, aber wie gesagt, alle also mein Ziel vom PTR ist erfüllt. Also wie gesagt, also ich freue mich auf die neue Season. Passt alles. Ich habe noch nicht alles erfasst, aber ich will ja in der neuen Season noch ein paar Sachen mehr auch gucken können. Das ist ja der Sinn von einer neuen Season, ne? Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ne? Wünsche noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer, in diesem Sinne. Servus.